Herzlich willkommen im Nachtcafé, liebe Zuschauer. Hallo. Mit einem Glas Wein am Abend oder einem Feierabendbierchen fängt's an. Dankeschön. Aber wir alle kennen diejenigen, die dann kein Maß mehr finden und in die Abhängigkeit rutschen. Mal ist es Alkohol, mal sind es Medikamente. Und dann irgendwann bestimmt der Stoff das Leben. Andererseits muss man jede Form von Genuss verbieten, nur um der Sucht aus dem Weg zu gehen. Gesichter der Sucht, das ist unser Thema heute im Nachtcafé. Und wir begrüßen Jackie Schwarz. Herzlich willkommen. Bekannt wurden Sie den Fernsehzuschauern zum Beispiel als Hauptkommissar Schmücke im Polizeiruf 110. Was viele nicht wissen, Sie sind Alkoholiker. Auch wenn Sie inzwischen trocken sind, Alkoholismus, sagen Sie, ist eine Krankheit, die man ein Leben lang mit sich rumträgt. Herzlich willkommen, Jackie Schwarz. Dieses Zeug hat mich unheimlich fit und leistungsfähig gemacht, sagen Sie, Sabrina Kästner. Die Rede ist von der aktuellen Modedroge Crystal Meth, die Ihnen als alleinerziehende Mutter 4 Jahre lang bei der Alltagsbewältigung geholfen hat. Allerdings mit Nebenwirkungen. Irgendwann stand das Jugendamt vor der Tür und seit 2 Jahren sind Sie in Therapie und heute bei uns in der Runde. Sabrina Kästner. Wie erlebt man als Kind eine schwer drogenabhängige Mutter? Das fragen wir Michelle Halper. Ihre Mutter ging im Züricher Rotlichtmilieu anschaffen, um sich Kokain und Heroin zu besorgen. Der nächste Schuss war immer wichtiger als die eigene Tochter. Ich freue mich, dass Sie uns heute Ihre Geschichte erzählen. Michelle Halper, herzlich willkommen. Drogen. Drogen heißt das bekannteste Album des Liedermachers Götz Wittmann. Seit 30 Jahren singen Sie nicht nur von Alkohol und Marihuana, Sie beziehen auch Ihre Kreativität aus diesen Stoffen. Joints entspannen und inspirieren mich beim Texten, sagen Sie. Ob Sie sich schon mal Gedanken über die Risiken und Nebenwirkungen gemacht haben? Wir sind gespannt auf Götz Wittmann. Herzlich willkommen. Klosterfrau Melissengeist, damit fing Ihr Tag an, Ines Spachtholz, und er endete oft mit einer Tablette zum besseren Einschlafen. Sie waren jahrelang schwer alkohol- und medikamentenabhängig. Vor dem totalen Absturz haben Sie schließlich Ihre Enkelkinder bewahrt. Herzlich willkommen im Nachtcafé, Ines Spachtholz. Sie, Ramona Evers, bringen sicher die tragischste Geschichte dieser Runde mit. Ihre Tochter Judith verstarb vor wenigen Monaten an den Folgen eines Stoffes, den man so eigentlich nicht als Droge wahrnimmt, den aber jeder von uns im Badezimmerschrank hat. Ich freue mich sehr, dass Sie heute den Mut haben, hier über diese Geschichte zu sprechen. Herzlich willkommen, Ramona Evers. Mit den Gesichtern der Sucht befassen Sie sich schon lange, Götz Mundler, als Professor für Suchtmedizin. Können Sie uns erklären, warum Menschen abhängig werden, was Drogen mit uns machen und wie man Betroffenen helfen kann? Herzlich willkommen in unserer Runde, Professor Götz Mundler. Herr Schwarz, Sie sind ein bekannter, ein populärer Schauspieler. Warum sagen Sie, ich gehe raus, ich sag, ich bin alkoholabhängig und spreche das auch aus? Na, weil ich denke, dass ich bin eigentlich gegen so Vorbilder und sowas. Das hasse ich, weil in der DDR hatten wir alle immer Vorbilder und es ist trotzdem nichts draus geworden. Und ich denke, ich will nicht Vorbild sein, aber ich will eine Person sein, die da ist, wo die Leute sagen, guck mal, der hat es geschafft auch. Ist es für Sie heute selbstverständlich, an einem Glas Wein vorbeizugehen, oder ist das ab und zu auch noch mal ein bisschen Selbstdisziplin? Nein, also ich kann an Schnaps und Bier vorbeigehen. Manchmal rieche ich sogar an einem guten Whisky. Oh. Und ja, und der Pavlovsche Reflex ist so, dass mir das Wasser im Mund zusammenläuft. Aber ich trinke es nicht. Also bei Alkoholiker in sämtlichen Formen sind vor mir sicher. Ich habe kein Verlangen danach. Also mal, er fehlt mir. Ich habe es schon zum Professor gesagt heute im Auto, dass beim Essen manchmal der Geschmack des Weins oder zum fetten Essen, Sie sehen ja, ich esse das auch noch, ein Glas Bier. Anderer Geschmack, also auf keinen Fall das Benebeltsein oder das
entspannt sein oder das weiß ich was. Das auf keinen Fall. Sie setzen Ihre Popularität für dieses Thema ein. Diese Prominenz, diese Popularität haben Sie sich über Jahre erarbeitet. Und Sie sind heute, das belegen auch Umfragen, einer der Top 10 beliebtesten Schauspieler Deutschlands. Na, ich weiß nicht, ob das damit... Jackie Schwarz, Berliner Urgestein und Schauspieler durch und durch. Noch während des Studiums feierte er sein Debüt mit Ich war 19, eine Filmproduktion der früheren DDR. Es folgten Verfilmungen wie Weite Straßen, stille Liebe, das Liebesdrama Die Schlüssel, der Kinderfilm Hasenherz. Deutschlandweit bekannt wurde er nach der Wende als Kommissar Schmücke im Polizeiruf 110. Willst du die Hälfte? Herbert, wir sind doch nicht verheiratet. Was hat denn das mit verheiratet zu tun? Ich denke, da teilt man alles, oder? Inzwischen ist er als Polizeirufchef zwar im Ruhestand, im Film wie auf der Bühne begeistert er aber weiterhin das Publikum. Jackie Schwarz, wenn wir bei der Bühne sind, wird heute in Theaterkantinen noch genauso gebechert wie vor 30 Jahren? Ich glaube nicht. Mhm. Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, nein. Also was ich erlebt habe, jetzt, ich habe ja nach 20 Jahren das erste Mal wieder Theater gespielt in Halle. Und da ist wenig. Und wenn hier mein Kumpel, der es von früher gewohnt ist, der pfeift noch ein. Also die Alten, die sitzen noch da, und aber auch nicht mehr so viel, sondern immer nur Kleinchen, weil sie müssen mit dem Auto fahren oder so. Also ich habe den Eindruck, dass in der Kantine nicht mehr so viel getrunken wird. War das denn früher normaler? Sind Sie so auch reingerutscht, weil es früher üblich war? Ja, natürlich, ja. Es hat mir auch geschmeckt. Also ich habe nicht aus Frust oder aus Ekel vor der DDR bin ich nicht zum Alkoholiker. Aber es gibt ja eine Kollegin, die ist das hier geworden. Durch Alkoholismus ist die, durch die DDR ist die Alkoholikerin geworden. Ich nicht. Also durch die DDR. Nee, wir haben viel getrunken und man ist, also ich bin da so richtig reingerutscht, bis man merkte, dass es irgendwann zu viel ist. Woran haben Sie das gemerkt? Na, indem man zum Beispiel, wenn man wandern war, haben wir geguckt, ist da auch eine Kneipe denn zum Schluss? Also nicht, dass man durch den Wald rennt und da ist keine Kneipe zum Schluss. Da muss ja eine Kneipe sein. Oder so, dann gucken wir da noch, also noch 100 Meter, dann ist da die Kneipe. Oder so. Oder man hat das eben sich mitgenommen gleich, den Alkohol. Wie war das denn beruflich? Also, wenn Sie einen bestimmten Pegel hatten zu der Zeit, als es mehr war, konnten Sie sich denn da noch den Text so merken? Das ist Training. Ich konnte mir das schon merken, manchmal nicht. Und ich war ein gut geschulter Soufflösenarbeiter. Also, ich habe sehr gern und oft und gut mit der Soufflöse zusammengearbeitet. Die wurden dann wichtig? Die wurden wichtig, ja. Und die wurden dann... Und dann, man hat dann Tricks raus, aber das liegt nicht unbedingt am Alkohol. Aber man hat dann Tricks raus. Man, als Schauspieler weiß man, wenn man auf der Bühne steht, den Satz, den du jetzt sprichst, den weißt du noch. Der weißt auch noch, wie es zu Ende geht. Den nächsten weißt du nicht mehr. Das weiß man vorher. Das ist eigenartig, aber das weiß man. Und wenn man weiß, dass du den nächsten nicht weißt, dann gucke ich mit meinem Auge schon in diese Flößenrichtung. Die weiß das, dass ich gucke und weiß, dass der nächste Satz angeschlagen werden muss. Dann schlägt sie ihn an und dann übernimmt man das und dann merkt das Publikum das nicht. Das machen aber auch, kann man auch als Nicht-Alkoholiker machen. Also Sie waren da, merkt man, ein perfektes Team. Trotzdem, hat das irgendwann mal jemand mitgekriegt? Ist mal eine Kollegin oder ein Kollege gekommen und hat gesagt, Mensch, Jackie, wird das nicht ein bisschen viel? Die Eltern, also die Mutter hat gesagt, ich glaube, du trinkst ein bisschen viel. Und das merkte man dann auch selber. Ich glaube, du trinkst ein bisschen viel. Geholfen hat nachher, als ich zusammengebrochen bin, ein Kollege, der das gesehen, bemerkt hat, also nach einer Vorstellung am 9. November, hat mich an die Hand genommen und hat gesagt, jetzt komm mit, jetzt ist es soweit. Komm, ich denke, der hat das beobachtet. Am 9. November? Am 9. November, ja. An welchem Jahr? Na, also zu 1989, Am Tag des Mauerfalls. Am Tag des Mauerfalls. Hätte ich das gewusst, wäre ich nicht in die Klinik gegangen, sondern auf den Kuhdamm saufen. Aber... aber
Aber, aber das ist nicht dazu gekommen, weil ich eben körperlich nicht mehr konnte. Also an dem Tag des 9. November, ja, alle kriegen das mit der Mauer, ja, haben Sie einen Zusammenbruch, kommen in die Klinik, ja, kriegen das gar nicht mit, was ist? Nein, kriegt das nicht mit. Wann haben Sie denn verstanden, dass da etwas nicht ganz Unwichtiges passiert ist? Na, ein paar Tage später. Ein paar Tage später? Ja, ja, die Mutter, man dämmert ja so, man wird ja entgiftet. Also war es in der DDR so. Man wurde entgiftet und dann dämmert man so. Man kriegt das nicht alles so mit, man schläft viel und man dämmert so vor sich hin. Man geht dann auf die Toilette noch und das geht und dann schläft man wieder weiter. Den Mauerfall weggedämmert? Nicht, ja, weggedämmert, reingedämmert in die neue Gesellschaftsordnung. Ach, die war ja damals noch nicht neu, aber in den Ausgang. Und die Mutter kam dann und brachte Orangen mit, Apfelsinen. Und da habe ich gesagt, aber wo ist denn die her? Das ist doch noch ja nicht Weihnachten. Weihnachten gab es erst die Apfelsinen bei uns. Und die sagte, naja, die Mauer ist auf. Naja, und dann, ach Gott, ja, nun, dass sich was ändert, wusste ich. Mhm. Weil die Situation, ja, ich war ja mit zur Demonstration am 4. November, wo die Millionen da über den Alex hier laufen sind, waren wir ja alle mit bei und wir haben das ja mit organisiert, also unsere Theater. Und das, was passiert, wusste ich. Aber dass nur an dem Abend die Mauer aufgeht, das wusste ich also nicht. Ich meine, Sie sind Schauspieler, man muss schon mit Abstand betrachten, das ist schon eine Filmszene. Ne? Die Mauer geht auf, Sie brechen zusammen, ja, kriegen nichts mit. Also ein bisschen gut bei Lenin. Ja, und komme zu mir und werde in eine neue Gesellschaftsordnung hineingeboren als neuer Mensch. Weil ohne Alkohol. Also habe ich unwahrscheinliches Glück gehabt. Es war nicht das erste Mal und ich will hoffen, dass es auch nicht das letzte Mal war. Das hoffen wir auch. Ja. Das hoffen wir auch. Herr Mundle, wenn wir über Süchte und Abhängigkeit sprechen, gibt es ja ganz unterschiedliche. Es gibt Spielsucht, Sexsucht, wir sprechen von Workaholics. Heute reden wir ja über stoffliche Abhängigkeit. Wo hört da der Genuss auf und fängt die Sucht an? Darf ich zuerst noch einen Satz zu Ihnen sagen, zu dem Thema Gesicht zeigen? Ich will sagen, es ist ganz wichtig aus meiner Erfahrung von Herrn Professor, was Sie angesprochen haben, denn Suchterkrankungen sind immer noch stark tabuisiert, sind immer noch stigmatisiert. Und für viele Menschen, die in eine Behandlung kommen, ist es ganz wichtig, dass es andere Menschen gibt, die Gesicht zeigen, die sagen, es ist möglich und die auch zeigen, Abstinenz lohnt sich. Und wenn ich Ihnen zuhöre, wie Sie über Ihre Geschichte auch schmunzeln und lachen können, ist es ein ganz wichtiges Signal nach draußen. Mit einer Krankheit kann ich auch positiv umgehen, kann danach auch wirklich wieder Spaß am Leben haben. Und ich glaube, das ist was ganz Wichtiges, was Sie hier vermitteln. So, das ist mal als erstes. Also doch noch für was Nutze. Ja. Jetzt habe ich Ihre Frage vergessen. Noch mal genau. Wo hört der Genuss auf und fängt die Sucht an? Die Sucht ist eigentlich, wenn ich es nicht mehr lassen kann, sehr einfach gesprochen. Wenn ich nicht mehr aufhören kann, da fängt die Sucht an. Vorher ist es eher das Thema Suchen, Erforschen, Erfahrungen sammeln mit unterschiedlichen Stoffen. Das war in jeder Kultur so und es wird auch immer so sein. Da gibt es ganz unterschiedliche Stoffe, die auch benutzt werden. Da wird, als Süchte gab es in diesem Sinne des Suchens schon immer. Wenn Sie es nicht mehr lassen können, dann geht es in den Bereich des Siechtums der Krankheit. Und dann ist es eben so, ob das dann der körperliche Entzug ist, was Sie geschildert haben mit Medikamenten, oder die Psyche ist, ich brauche den Stoff und dann bin ich nicht mehr Herr von mir, sondern ist eine Substanz, ist ein Stoff, übernimmt die Steuerung meines Alltags. Das ist Sucht. Aber das fragen sich ja jetzt viele zu Hause hier im Studio, ab wann habe ich denn ein Problem? Also dieses Feierabendbierchen, ist das schon problematisch, wenn es immer wieder sein muss? Also viele Menschen hier in diesem Raum und auch zu Hause werden Alkohol konsumieren und 90% der Bevölkerung und ich sage mal über 80% der Bevölkerung macht es im Sinne des Genießens, des Entspannens und das ist auch gut so und das darf auch so sein. Es gibt aber 10% der Menschen, die trinken doch zu viel. Und ich sage mal eine simple Regel. Wir sagen immer als Mediziner 2 Tage die Woche ohne den Stoff. Und wenn was konsumiert wird, nicht mehr als 2 von den Einheiten. Zum Beispiel, wenn ich das gut halten kann, dann bin ich eigentlich so im Relativen, sage ich mal, in einem Bereich, dass ich noch im Genussbereich bin. Wobei ich sagen muss, Alkohol ist ein Gift und jeder Schluck Alkohol ist für die Zellen schädlich und deshalb gibt es auch keinen gesunden Konsum beim Alkohol. Aber die Abhängigkeit nochmal fängt dann an,
wenn ich nicht mehr die Freiheit habe, es zu steuern, sondern wenn ich es weglasse, da kommt so ein innerer Zwang, so ein innerer Drang. Ich muss und dann brauche ich mehr und dann verstecke ich, dann mache ich es heimlich und dann lüge ich. Das sind die typischen Abhängigkeitsgeschichten. Wer ehrlich ist, weiß das und spürt das, neben den körperlichen Abhängigkeitssymptomen. War denn bei Ihnen nie mehr, Sie haben schon gesagt, Sie können heute vorbeigehen, aber war gleich die innere Überzeugung da, jetzt ist auch Schluss? Nein, nein, das musste man lernen. Das musste man, das hat man dann in der Therapie gelernt. Der Kollege, der mich da seelisch bequatscht hat, der hat dann gesagt, Sie müssen sich mal vorstellen, ein wunderbares Glas sprudelnder Seltzers. Schön gekühlt, so, das ist was Schönes. Da dachte ich, was redest du denn da? Das ist doch grässlich. Heute sage ich, sehne ich mich nach so einem schönen Glas sprudelnden Wasser. Also er hat dann doch irgendwie, das hat gewirkt. Nein, nein, das ist langsam, ist mir das immer bewusster geworden. Das muss man mit dem Hirn machen. Ja, das ist eine Kopfsache. Er hat das ja bei Ihnen bewirkt. Wie ist es denn, wenn Sie heute Freunde sehen, Bekannte, Kolleginnen und Sie merken, oh, die sind jetzt aber auf dem Weg in diese Zone, in der ich auch mal war. Sprechen Sie das an? Das ist schwer. Ich merke das natürlich bei Kollegen oder bei Freunden und habe es einem Freund auch gesagt und wir sind geschiedene Leute. Weil der zu mir sagt, also bitte mach doch deine Probleme, die du hast mit dem Zeug nicht, interpret das doch nicht in mich hinein. Das ist dein Problem, ich habe das nicht. Natürlich hat er das nicht, weil er es nicht begreift. Weil es gehört zum Krankheitsbild eines Alkoholikers, dass er das im Griff hat, wegschiebt und auf keinen Fall so weit ist. Und obwohl er das irgendwie merkt. Hätte das Sie damals auch nicht erreicht? Ich glaube auch nicht, nein, nein. Ich glaube, der körperliche Zusammenbruch, dass man merkt, dass es geht nicht mehr, ich habe ja dann versucht, noch ein Schlückchen Cognac und so, und das kam alles raus. Das kam alles raus und konnte nicht mehr atmen. Also diese Angst, dass ich ersticke oder das hat sehr dazu beigetragen, dass ich auch mitgegangen bin. Also zur Ärztin und mit, dass ich mich hab einweisen lassen. Jetzt muss man sagen, Sie haben gesagt, man kriegt vieles ja nicht mit. Wahrscheinlich auch gar nicht, was im Umfeld passiert. Man muss sich mal vorstellen, es gibt eine drogenabhängige Mutter mit einem jungen Kind. Und man fragt sich, was geht in einer Tochter vor, die mit einer drogenabhängigen Mutter aufwächst. Das können Sie uns erzählen, Frau Halper. Wie haben sich Ihre Eltern kennengelernt? Das war eine sehr spezielle Geschichte. Mein Vater hat meine Mutter an Table Dance Club kennengelernt und hat sich dann verliebt und war der Überzeugung, dass er sie... Club früher? Table Dance. Ach, hier? Ja, genau. Ah, oh! Ja. Bekannt. Ja. Sie war halt auch ganz eine Schöne, als sie jung war. Also bis man halt dann die Drogen gesehen hat, war sie eine sehr schöne Frau. Kann ich Papa verstehen. Aber er hat dann irgendwann bemerkt, dass sie ein Drogenproblem hat, ein Kokainproblem. Und hat gesagt, guck, ich beweise dir, das kann man schaffen, das kriegen wir weg. Und sie meinte dann halt, wenn du so viel konsumierst wie ich, hast du keine Chance. Und dann hat er gesagt, doch, ich beweise es dir, wir konsumieren gleich viel. Und hat dann auf ihrem Niveau eingestiegen, hat mit ihr Kokain konsumiert und hat befohlen, an welchem Tag wie viel weniger konsumiert wird. Bis sie dann sauber war und sie dann geheiratet haben. Und dann war es auch erstmal mehrere Jahre lang gut, ne? Gut. Sie kam zur Welt, 4 Jahre, war sie eine fürsorgliche Mutter? Sehr. Was hat dann dazu geführt, dass sie wieder rückfällig geworden ist? Also ich sage mehrere Sachen. Einerseits war es das Heroin, das nicht bekannt war, das Papa gar nicht realisiert hat. Für ihn war es das Kokain und er hat wie nicht realisiert, dass da eine körperliche Sucht noch vorhanden war. Und das andere ist, als ich 4,5 war, war meine Mutter wieder schwanger. Mit einem kleinen Jungen und da ist aber dann rausgekommen, dass sie HIV-positiv ist. Und sie war schon im 4. Monat oder einfach schon zu weit, dass man eigentlich hätte abtreiben dürfen. Aber die Ärzte haben sie halt dann wirklich, also auch mein Papa, bearbeitet. Sie würde sterben, das Kind würde sterben. Das wäre eine ganz schlimme Krankheit, sie müsse abtreiben. Und das hat sie gemacht. Und wer weiß, wie eine Abtreibung vonstatten geht, weiß, dass sie in diesem Moment gespürt hat, dass ihr Kind getötet wird. Und von da an habe ich ihr eigentlich zugeguckt, wie sie zerbrochen ist.
Und was war dann der Anfang des Zerbrechens? Was war sie? Ich meine, sie war ja ein kleines Kind. Haben Sie wahrgenommen, mit meiner Mama stimmt jetzt irgendwas nicht? Ja, genau so habe ich es wahrgenommen. Ja? Also das ist nicht, dass man rausgeht und sagt, ah, meine Mama hat jetzt ein Drogenproblem, sondern man setzt sich neben die Mama, man will kuscheln und man merkt, die Haut ist anders. Sie ist klebrig, feucht, sie riecht anders. Früher hat es für mich keinen anderen Menschen gegeben, der besser gerochen hat als Mama. Und irgendwann habe ich mich neben ihr in so einen Fotoautomat gesetzt, wo man Passbilder macht. Und sie hat mich halt festgehalten und so Spaßbilder gemacht und hat die Wange an meine gelegt. Und das war so eklig, klebrig. Und sie hat gerochen, ganz, ganz schlimm, also so süßlich. Also Sie konnten Ihre Mutter nicht mehr riechen? Genau. Und das war der erste Moment, wo ich dann mich abgedreht habe. Und sie war dann wütend und hat mir eine verpasst und gesagt, der Franken ist schon drin, jetzt kommen die Fotos. Und ich muss dann halt lachen. Und das war ein kleiner Augenblick, der sich dann aber immer wieder, ich sag jetzt mal, in unsere Realität gekommen ist und der sich auch vergrößert hat. Also anfangs waren es 2-3 Tage im Monat, wo sie so gelaunt war. Irgendwann war es der ganze Monat. Irgendwann war es einfach ständig so. Und da hat dann Papa dann irgendwann auch gemerkt, auch wieder durch mich, dass sie süchtig ist. Wie hat er das gemerkt? Es gab ja Videorekorder mit den Videokassetten. Kennen wir die Zeit. Genau. Ja. Und dann habe ich halt immer gedacht, wenn ich jetzt eine Haarspange oder irgendwas da reinmache, dann sehe ich die am Fernseher. Hat natürlich nicht geklappt. Und dann musste ich das Zeugs immer wieder aus dem Videorekorder rausschütteln, weil ich habe schon 2 kaputt gemacht. Experiment, genau. Ja. Und ich wollte keinen dritten kaputt machen. Mhm. Und habe halt geschüttelt und gerüttelt. Und irgendwann fiel da was raus, was Kleines aus Plastik rund. Und wie ich halt war als Kind, ich habe es genommen, bin zu Papa gerannt und habe gesagt, Papa, Papa, was ist das? Und er hat sich total erschrocken, hat mir das außer Hand genommen, hat mich genommen, wir sind hingehockt und er hat angefangen zu weinen. Ich habe ihn nie mehr so weinen sehen. Und ich habe dann gefragt, was ist los? Und er meinte dann halt nur, das heißt, dass Mama wieder krank ist. Und dann war ihm auch klar, dass Heroin definitiv ein Thema ist. Also sie war heroinsüchtig, Sie haben gesagt, sie war mal da, sie war mal weg, es wurde unregelmäßiger, sie wurden vernachlässigt. Welches Ausmaß hat das dann angenommen, wenn Sie uns das mal beschreiben? Es gibt 2 verschiedene Stadien. Einmal das, als meine Eltern noch verheiratet waren. Da war die Vernachlässigung sichtbar. Das heißt, die Wohnung war zugemüllt, meine Mutter hat nicht mehr gekocht. Mein Papa musste sie teilweise nachts im Zürcher Drogenviertel suchen gehen und war mit mir dann am Telefon und hat gesagt, Kleine, keine Angst zu Hause, ich komme bald wieder heim. Oder hat mich sogar mitgenommen. Aber ich hatte halt doch noch den Papa. Das heißt, wenn irgendwas war, konnte er eingreifen. Und dann kam die Scheidung und das Sorgerecht wurde ihr zugeteilt, weil sie das braucht, um einen Grund zu haben, um mit der Sucht aufzuhören. Ich war ihr Therapeutikum. Und da wurde es dann halt ganz schlimm. Also nichts zu essen, keine sauberen Kleider, geschlagen werden, Drogen kaufen gehen in der Nacht für die Mutter. Freier von ihr zu Hause, wo ich mich dann auch wehren musste, dass die mich in Ruhe lassen. Danke Gott, dass sie das getan haben. Also ich wurde von Freier nie angegrapscht, körperlich, aber natürlich der Druck war da. Aber es hört sich ja trotzdem alles katastrophal an. Jetzt ist es ja als Kind oft so, dass man sich fragt, hat das jetzt was mit mir zu tun? Bin ich da? War das bei Ihnen auch so, dass Sie sich gefragt haben, bin ich jetzt da irgendwie schuld? Oder? Ja, weil ich habe es ja auch oft gehört. Also ich habe ja auch oft gehört, wenn sie schlecht drauf war, dass sie für mich ihr halbes Leben aufgegeben hat. Wenn ich nicht wäre, dann wäre alles anders. Und estimieren, was ist ein Schweizer Wort? Du schätzt das gar nicht, was ich alles für dich aufgegeben habe, hat sie mir oft gesagt. Oder wenn ich das Zimmer nicht aufgeräumt hatte. Ich war ein Chaot, wirklich echt schlimm. Aber wenn ich es dann 3-mal nicht aufgeräumt habe, dann ist sie reingekommen, hat rumgeschrien, ist sich einen Schuss kaufen gegangen, hat sich vor mich hingesetzt, hat sich den Schuss gesetzt und hat gesagt, ist es das, was du wolltest? Bist du jetzt zufrieden? Und das sind Momente, wo man dann ganz klar sieht, ach so, ich bin schuld. Es ist, ja. Jetzt ist man ja, als Kind will man ja aufwachsen und so eine Art Urvertrauen entwickeln ins Leben, dass es irgendwie läuft. Konnten Sie das überhaupt? Konnten Sie Kind sein in der Zeit? Ich glaube, die ersten 4,5, 5 Jahre waren extrem wichtig dafür, weil ich da wirklich so das Urvertrauen eben entwickeln konnte und auch gesehen habe, dass es Gutes im Leben gibt, auch wenn es vielleicht weniger häufig ist wie das Schlechte, was einem immer so ins Auge sticht. Aber ich glaube dran. Und ich denke auch, dass das der Grund war, warum ich die Hoffnung nie verloren habe. Ich habe immer an etwas Gutes geglaubt. Das ist schon, ja. Auch wenn der Glaube auf eine Probe gestellt wurde, denn als Ihre Eltern sich getrennt hatten, dann waren Sie bei ihr, haben diese schlimme Zeit erlebt. Wie kam es denn dann dazu, dass Sie erstmal weg sind? Ich glaube, Sie haben eine Schulbesprechung auch gehabt, ne? Genau. Mit 13. Wer war da alles dabei?
Das war mein Lehrer, mein Vater, der Beistand und meine Mutter und ich. Haben Sie da zum ersten Mal dann offen gesagt, was los ist? Ja, es war so, dass eigentlich war das ein normales Elterngespräch. Das ist so die nächste höhere Klasse nach der Primarschule, ob ich nach den 3 Monaten da bleibe oder ob ich abgestuft oder aufgestuft werde. Also gar nichts, wo es um mich oder meine Familie ging. Mhm. Aber Mutter hat halt immer Angst vor diesen Tagen. Und dann kam sie zu spät. Und da saßen wir da halt alle in der Runde und man hat mich angeguckt. Ja, Michelle, jetzt wäre der Moment, jetzt müsstest du erzählen. Und das habe ich dann auch getan, aber nur deshalb, weil man mir hoch und heilig versprochen hat, ihr nichts zu sagen. Eine Viertelstunde später knallt die Tür auf, sie steht da, total zugekokst, schwarz geschminkt, dunkelbraune Lippen. Was ist hier los? Sie will sofort wissen, was hier los ist, was wird gespielt. Es sei sicher was im Gang gegen sie. Und ich bin halt so da gesessen und habe in die Runde geguckt und ich weiß nur noch, wie der Beistand seine Hände faltet und sagt, ja, Michelle, es wäre jetzt ganz wichtig, dass du das alles noch mal erzählst. Weißt du, dann weiß das Mama auch gleich. Sehr gute Idee. Mhm. Wäre ja gegangen, wenn man mich danach geschützt hätte. Aber man hat mich nach diesem Gespräch, wo ich eigentlich den Horror, den ich erlebt habe, in 5 Minuten noch mal wiedergegeben habe, mich alleine mit ihr nach Hause geschickt hätte. Und das haben sie getan. Und das war etwas, was für meine Mutter schlimm war, aber auch für mich war es sehr gefährlich, weil sie hatte halt durch das Kokain viele Momente, wo sie anders reagiert hat, als sie als Mensch wirklich gewesen ist. Und wie hat sie dann reagiert nach diesem? Gewalttätig. Also sie hat mich dann am nächsten Morgen, wo ich zur Schule musste, habe ich meinen Schulrucksack gepackt, wollte zur Tür raus und sie hat mir dann halt so weggenommen, während ich am Anziehen war, hat ihn vor die Tür geschmissen, hat mir einen Trick gegeben und hat gesagt, muss gar nicht mehr kommen. Und dann habe ich mich erst mal 2 Wochen, bis ich dann wirklich weggeholt worden bin, bei einer Familie versteckt oder dort gewohnt. Die haben mir damals zu Mittagessen gegeben, ein halbes Jahr schon, weil das der Gemeinde aufgefallen ist, dass ich zu dünn bin, durfte ich da essen gehen. Und das war dann aber auch nicht recht. Also da ist sie dann ein paar Tage später auch wieder aufgekreuzt und hat mich zurückverlangt. Und der Einzige, der eigentlich wirklich mal aufgestanden ist, das war im Jugendtreff, einer der letzten Abende, als ich noch in diesem Dorf war. Mhm. Und es kamen halt alle, Michelle, versteck dich, deine Mama kommt. Und ich wollte mich noch verstecken, aber sie hat mich schon gesehen. Und ich bin dann halt rausgegangen, weil ich im Jugendtreff keinen Ärger wollte. Und bin auf sie zugegangen und sie hebt die Hand und sagt, du komm mir mal her. Und dann ist, ich sage jetzt seinen Namen nicht, er beginnt mit D, ein 19- oder 16-Jähriger damals, Türke, vor sie hingestanden und hat gesagt, wenn du deine Tochter schlagen willst, brauchst du mich erst zu schlagen. Und dann hat sie zack realisiert und das war genau dieser Switch. Mhm. Sie als Mutter hätte mich nie geschlagen, aber das Kokain hat sie zu einem gewalttätigen Menschen gemacht. Und da, das sind so die Momente, ja, wo ich halt wirklich auch froh war, dass es jemand gesehen hat. Ist das auch etwas, was in Ihnen immer vorgeht? Sie sagen immer, sie ist es nicht wirklich so, sie ist eigentlich anders. Versuchen Sie bis heute auch noch manchmal die Mutter zu sehen, die Sie in den ersten 3, 4 Jahren kennengelernt haben? Sind Sie da auf der Suche? Zu sehen vielleicht nicht, aber die Distanz zu machen, dass Vergebung überhaupt möglich ist. Weil wenn ich sagen würde, dass meine Mutter, die mich liebt und mich zur Welt gebracht hat, sowas mir antut, dann müsste ich sie einen schlechten Menschen finden. Aber wenn ich sagen kann, dass sie eine Krankheit hat und damit nicht mehr umzugehen wusste und die Außenwelt sie noch bekräftigt hat, darin so weiterzuleben, dann kann ich wie eine Distanz schaffen und sagen, das ist Mama, die habe ich lieb, das ist der Süchtige und davon muss ich mich aus Selbstschutz distanzieren. Wann haben Sie sich denn da rausgeholt? Wann haben Sie sich denn da befreit? Ich sag mal, es war die Zeit wirklich, als ich in Lausanne war, da habe ich ein Welschlandjahr gemacht. Und wie alt waren Sie da? Da war ich 16. Mit 16? Genau, da habe ich Französisch gelernt, als Au-pair-Mädchen gearbeitet und hatte erstens das erste Mal wieder meine Freiheit. Und habe mich dann da auch von Papa ganz gelöst, obwohl wir früher viel telefoniert hatten. Ich habe ihm vom Pflegeeltern aus immer täglich Briefe geschrieben und meine Gefühle mitgeteilt. Und in Lausanne habe ich mich wirklich von allem abgekapselt und habe gesagt, ich glaube an nichts mehr, also keine irgendwelchen Religionen. Ich mache keine Vorurteile mehr über, du bist Christ und du bist nicht, sondern ich lebe jetzt einfach. Und in diesem Jahr habe ich sehr viele Sachen gemacht, die man vielleicht als schlecht bezeichnen würde. Sie haben auch mal mit Drogen probiert? Genau, ne? Genau. Warum das? Also wo Sie das schlechte Beispiel immer vor Augen hatten? Weil ich, und das kann man jetzt verurteilen oder nicht, mit Vater sehr oft, sehr offen gesprochen habe. Und er sagte mir immer, guck mal Michelle, ich bin ein 70er-Kind, wir alle haben Sachen ausprobiert. Aber es gibt eine Grenze, die überschreitest du mir nicht und das ist das Heroin. Und bevor das soweit ist, komm nach Hause. Und
Das war mein Glück. Ich musste es nicht verstecken. Das Verstecken ist es, glaube ich. Ich musste, wenn ich einen Joint geraucht habe, das nicht verstecken. Wenn ich LSD konsumiert habe und nicht wusste, wohin, konnte ich Papa anrufen und sagen, Papa, ich habe Mist gebaut, kann ich nach Hause kommen? Und das war so das, das war genau am Ende dieses Jahres, von dem Welschlandjahr, wo ich das gemacht habe, wo er dann auch mit mir gesprochen hat, aber zwei Tage später im nüchternen Zustand und gesagt hat, Schatz, ich mache mir Sorgen, kann man dir helfen? Und das war ein Prozess, wo ich gemerkt habe, es ging nicht mehr darum, dass mir andere Vorschriften machen und ich jetzt aufpassen muss, welche Vorschrift darf ich akzeptieren, weil Vorschriften, die mir Mama gemacht hatten, konnten tödlich sein. Also musste ich die Erwachsenen, alles, was sie mir beibrachten, von Anfang an in Frage stellen. Und das waren jetzt keine Regeln mehr, sondern das war ich selbst, der für mich verantwortlich war und der für mich entschieden hat, tut mir das gut oder nicht. Und dann war es ganz wichtig, eben nach so einem, ich sage jetzt mal, LSD-Trip, wenn es mir nicht gut ging, nicht sagen, ach, ich hatte ein schlechtes Leben gehabt, ich bin ganz eine Arme, mir geht's schlecht, sondern vor den Spiegel stehen und sagen, so Mädel, hast einen Trip gefressen, jetzt geht's dir eine Woche scheiße, bist selber schuld. Ist so, musste ich machen. Und ich glaube, das ist so auch das, was Mama nie hatte. Mama hatte sehr viel Schlechtes erlebt in der Kindheit. Sie war eines der ersten schwarzen Kinder in der Schweiz, hat Missbrauch erlebt, hat Rassismus erlebt. Aber sie hat nie gelernt, dass wenn man eine Krise durchzieht, dass danach etwas Schönes kommen kann. Dass es eben nach der Sucht auch schön sein kann. Das haben Sie erlebt, denn Sie haben eine Ausbildung zur Dentalassistentin abgeschlossen. Arbeiten heute als Kundenberaterin einer Schweizer Bank, führen eigentlich ein bürgerliches Leben. Und ich glaube, dafür muss man schon mal Respekt sagen, dass Ihnen das gelungen ist. Jetzt geht es Ihnen ja äußerlich gut, wenn Sie hier so sitzen und darüber berichten. Würden Sie sagen, Sie sind dadurch stärker geworden? Oder gibt es immer noch manchmal Momente, in denen Sie vielleicht merken, ach so, dieses Vertrauen ins Leben ist vielleicht nicht so ausgeprägt wie bei anderen? Mit Vertrauen hat man da jetzt gerade einen roten Punkt getroffen, ja. Also ich habe mich vor einiger Zeit mal entschieden, wirklich mal jemandem zu vertrauen und bin halt dann wirklich komplett in die falsche Richtung gelaufen und seither habe ich wieder viel mehr Mühe zu vertrauen. Also das Lustige ist auch, ich habe weniger Mühe, wenn ich jetzt abends nach Hause komme und irgendwo auf der Parkbank sitze und sage, oh, hast du mir einen Franken, komm, ich brauche was und so. Dann habe ich kein Problem, mich da hinzusetzen und eine zu rauchen, mit dem zu quatschen. Wenn aber einer im Anzug kommt und sagt, komm mal her, ich habe dir was, weißt du, im Leben und so, ich kann dir da helfen, habe ich extrem Mühe. Oder auch wenn bürgerliche Leute sagen, komm mal mit, wir feiern zusammen. Ich habe wie immer Angst, dass man mit dem Finger auf mich zeigt und sagt, deine Mutter war doch eine Hure oder deine Mutter ist doch eine Süchtige. Und das ist, glaube ich, auch der Punkt, warum viele dieser Kinder oder Jugendlichen sich in den eigentlich ungesünderen oder vielleicht risikoreicheren Kreisen wohler fühlen als eben in den gut bürgerlichen. Heute machen Sie sich ja stark für Kinder von suchtkranken Eltern, wollen ihnen eine Stimme geben. Haben Sie das Gefühl, dass sie zu wenig gehört werden? Ja. Also ich finde vor allem, dass Jugendliche und Kinder immer erst dann gehört werden oder dass man ihnen erst dann Mittel zur Verfügung stellt, damit sie auf einen besseren Weg kommen, wenn es schon zu spät ist. Das heißt, wenn sie als Renitent gelten, als Jugendstraftäter oder bereits ein Suchtproblem haben. Und ich finde, wenn wir Süchtigen helfen, was ich toll finde, weil ich finde, wenn man meiner Mutter nicht geholfen hätte, wäre sie heute nicht mehr, dann soll man auch den Kindern helfen und nicht erst dann Millionen aufwenden, wenn das Kind schon kaputt ist. Frau Kästner, Sie waren eine drogenabhängige Mutter. Wenn Sie das hören, was Frau Halper spricht, läuft da bei Ihnen auch der Film Ihres Lebens parallel ab? Ja, so ein Stück weit schon. Das regt halt auch zum Nachdenken an, inwieweit dann inwieweit das halt die eigenen Kinder auch betrifft, ne? Haben Sie das Gefühl, dass die manche Situationen erlebt haben, so wie Frau Halper das beschreibt? Sicherlich nicht in dem Ausmaß, aber da gab es auch sicherlich einige Momente, die auch in so einem in so einer Kinderseele fest bleiben und schwer wieder. Von Ihrer Mutter wissen wir, dass sie, bevor sie das erste Mal schwanger geworden ist, ja auch schon eine Drogenvergangenheit hatte. Bevor Sie schwanger geworden sind, hatten Sie auch schon mit Drogen zu tun. Mit welchen damals? Ich habe mit 15 angefangen zu kiffen und habe lange Jahre mich darauf nur beschränkt. Und irgendwann aus Neugier kam dann Speed und
ja, dann immer mal so ein bisschen was durch, was gerade da war. Öfters mal aus Langeweile, aber das Kiffen blieb halt. Und auch so, weil es eben alle gemacht haben? So weil es so in meinem Umfeld alle gemacht haben und weil es, ja, irgendwann wurde es dann zur Gewohnheit, ne? Wenn du dann abends zusammensitzt in der Gruppe oder in der Runde, da war es dann eben normal zu kiffen und nicht sich zu unterhalten oder zu, sondern irgendwas zu konsumieren. Und ich bin mit 19 das erste Mal schwanger geworden und habe dann aber sofort aufgehört zu konsumieren. Mhm. Also in meinen während meinen Schwangerschaften war ich immer sauber und bin danach aber dann relativ schnell wieder da reingerutscht und bin dann vor 6 Jahren auch wieder über so mein Umfeld zum Christel gekommen und da relativ schnell reingerutscht. Da hatten Sie schon 2 Kinder? Da hatte ich schon 2 Kinder, ja. Ja, Sie waren damals alleinerziehende Mutter, der Vater des ersten Kindes, mit dem hatten Sie sich schon getrennt, ja. Mit dem zweiten haben Sie sich in der Schwangerschaft getrennt. Ja. Warum dann Crystal Meth? Wie kamen Sie an diese Droge? Aus Neugier. Aus Neugier? Aus Neugier, weil das hat halt auch fast jeder genommen, den ich kannte. Und, wo kommst du denn her? Aus Weimar ursprünglich. Aus Weimar? Krass. Wer bist du denn? Das fragt meine Frau nicht. Ach so, nicht. Ja. Sehr jung. Ich werde 32. Also sehr, naja. Und das hast du mit alles nach der Wende erst alles. Ja, naja, lange nach der Wende. Also, naja, gut. Okay, ich meine, ach, ja. Und. Naja. Lange nach der Wende. Ja, ja. War schon ein Stück. Ja, ja, bloß, das ist natürlich scheiße, sowas. Aber vielleicht hätte ich sowas auch genommen. Es zieht sich auch durch alle Schichten, ja, durch alle Altersgruppen. Was hat das denn, also Sie haben das genommen, waren Sie dann gleich abhängig oder was hat das mit Ihnen dann gemacht? Also das erste Mal war schon eine Erfahrung, die sehr eindrucksvoll war und die wirklich Lust auf mehr gemacht hat. Was heißt das, eindrucksvoll, inwiefern? Na, du warst halt von 0 auf 100, also leistungssteigernd, kein Appetit mehr. Das ist ja so das, was mich dann mit auch am meisten angesprochen hat. Gerade eben dieses, dass die Figur von jetzt auf gleich sich so rasant geändert hat. Ne? Kein Appetit mehr, du hast dir keine Sorgen mehr gemacht über die Alltagsprobleme. Ja, es war halt alles leichter. Das, was dich genervt hat, war egal. Auch das mit den Kindern? Sie waren ja alleinerziehende Mutter, das wollen wir nicht vergessen. Das war das dann leichter? Ja, das fällt mir ganz schwer, das einzuschätzen. Also es war, die Kinder waren halt immer da. Mhm. Gell? Das war für mich nicht, ist es jetzt schwer oder leicht. Es war halt eben so, dass dann immer noch die Kinder mit dabei waren. Und es gab oft Situationen, wo es echt brenzlig wurde. Was du halt aber halt gar nicht mitbekommst. Ne? Was so. Wo haben Sie die Drogen denn herbekommen? Ich hatte einen Freund, also einen Ex-Freund, der das, wo ich das holen konnte. Ja, und sonst verschiedene Anlaufstellen in meiner Umgebung. Fest steht, Crystal Meth ist eine gefährliche Droge, die immer beliebter wird. Ja. Die Modedroge Crystal Meth. In den illegalen Drogenküchen Osteuropas hergestellt, kommt sie zuerst über Tschechien nach Bayern, Sachsen und Thüringen. Inzwischen verbreitet sie sich in ganz Deutschland. In den vergangenen 4 Jahren hat sich der Konsum hierzulande fast verzehnfacht. Der Grund? Die Droge ist leicht und günstig herzustellen. Am Markt ist Crystal Meth schon für 20 Euro pro Gramm zu haben. So billig war der Dauerrausch noch nie. Wer das Nervengift nimmt, fühlt sich über längere Zeit fit, hellwach und leistungsfähig. Allerdings Nervenzellen sterben ab, das Gehirn wird nachhaltig geschädigt. Nach nur einer Dosis droht bereits die Abhängigkeit. Die Konsumenten essen und trinken kaum noch, schlafen wenig. Die Folge? Schneller, teils massiver körperlicher Verfall. Mit einer Wirkung 5-mal stärker als bei Speed oder Kokain und einer unaufhaltsam steigenden Zahl Süchtiger ist Crystal Meth die momentan wohl gefährlichste Droge der Welt. Herr Mundle, wie viel Sorgen macht Ihnen diese Droge? Die Droge macht uns große Sorgen, weil sie so langsam in Wellen auch über ganz Deutschland hereinkommt. Sie war früher in Bayern, dann Weimar passte auch dazu, in ostdeutschen Ländern. Und weil sie ein extrem hohes Abhängigkeitspotenzial hat. Das ist die eine Seite. Und weil sie billig ist, weil sie teilweise auch andere Drogen vom Markt verdrängt. Es gibt Situationen, dass die Händler dann nur noch Crystal mitbringen, gar nichts anderes mehr in Anführungsstrichen dabei haben. Cannabis ist nicht mehr dabei. So. Diese Welle rollt und es ist schwierig. Und die Menschen werden eben ganz schnell abhängig, wie gesagt, 5-mal höheres Abhängigkeitspotenzial als bei Speed.
und die körperlichen Folgeerscheinungen, nicht mehr essen, nicht mehr trinken, keine Körperhygiene mehr, kein Gefühl mehr für Hunger von Körper, das kann zu diesen Auswirkungen führen. Und ich muss auch dazu sagen, im schlimmen Fall, also das hört sich jetzt an, ich esse nicht mehr, also das ist ja okay, dann nehme ich vielleicht noch ab. Nein. Aber was sind die wirklich harten körperlichen Folgen? Die harten körperlichen Folgen, dass der Körper auszehrt, dass es zu Organveränderungen kommt, dass es zu Nierenveränderungen kommt, dass die Zähne ausfallen, dass das Gehirn sich verändert, Konzentrationsstörungen da sind, wirkliches Nervengift in Anführungsstrichen ist, das sind die harten Auswirkungen. Ich muss aber auch dazu sagen, damit es ein bisschen in Relation kommt, es ist eben nicht nur so, dass die eine Seite diese schweren Abhängigkeiten, es ist auch so, dass es durchaus, wie Sie sagen, in vielen Schichten da ist. Und dass es unter Berufstätigen, unter Studenten, auch unter älteren Menschen in Anführungsstrichen, nicht nur zwischen 20 und 30, sondern auch 40, 50-Jährige diese Drogen nehmen. Und wir aufpassen müssen, dass wir nicht so ein Horrorszenario malen und dann nehmen Menschen die Drogen und sagen, so schlimm ist es bei mir gar nicht, ich kann damit umgehen. Das ist nämlich eine große Gefahr. Aber es ist eine Droge, die sehr süchtig macht. Ja, die Bilder, die wir nämlich gerade gesehen haben, von Faces After Meth heißt das, und das gibt es ja auf YouTube schon lange, diese Bilder. Und ich mag mich erinnern, vor 7 oder 6 Jahren habe ich das Video zum ersten Mal gesehen und alle Jugendlichen im Umfeld, auch in der Goa-Szene, ich gehe gerne an Goa-Partys, nein, das nehmen wir nie, nee, guck mal, wie du ausschaust. Jetzt war ich vor 2 Wochen an einer Goa-Party, was sehe ich? Ja, die rauchen Crystal Meth. Und das an einer Party, wo eigentlich, also wo das gar nicht, wo das vor Jahren noch verschrien war und das Video sonntagmorgens nach einer Party gezeigt wurde und es geheißen hat, so blöden werden wir dann schon nie sein. Und das ist schon etwas, was mich sehr erschreckt. Das ist wirklich halt, ich sag mal, vielleicht ist die Hemmschwelle dann auch durch andere Drogen gefallen. Das weiß ich nicht, warum die in dieser Nacht das Crystal Meth geraucht haben. Aber es erschreckt mich, dass es mittlerweile in Gesellschaftsschichten reingerutscht ist, die vorher gesagt haben, nee, wird uns nie passieren. Und das ist halt wirklich sehr, sehr, sehr gefährlich, weil es eine Leistungsdroge ist. Hast du dann jetzt, also du bist ja jetzt nicht mal abhängig. Hast du dann da jetzt Folge, also dass du jetzt merkst, dass da jetzt irgendwas bei dir eine Schädigung, also merkst du da jetzt? Also was auf jeden Fall gelitten hat, ist meine Konzentrationsfähigkeit. Also ich habe echt Probleme, mich lange Zeit zu konzentrieren. Dann, was man auch nicht verachten darf und nicht unerwähnt lassen darf, ist der totale Verlust von so ganz normalen Begebenheiten, eine Tagesstruktur, dass eine Ordnung in der Wohnung und auch so im Leben zu herrschen hat, das verlierst du komplett, also auch das Verständnis dafür. Und das wieder neu zu erlernen, ist, glaube ich, lehne mich mal so weit aus, wenn zu sagen, für einen Crystal Meth-Süchtigen, der so den Entzug geschafft hat, ist, glaube ich, somit eine der schlimmsten größten Hürden. Aber wenn man da nochmal zurückblicken, wie gesagt, Sie waren ja Mutter und sind immer noch Mutter. Ja. Aber wie war das denn, als Sie dann jegliches Gefühl für Ordnung und das alles verloren haben? Wie würden Sie das beschreiben? So ähnlich wie hier? Wie war das bei Ihnen in der Wohnung im Zusammenleben? Also es war chaotisch. Also mein Tagesablauf war eigentlich nur noch ausgerichtet darauf, meine Tochter im Kindergarten abzustellen. Ich benutze mal den Ausdruck, weil es war nichts anderes. Da war sie von 8 bis teilweise 18 Uhr sicher verwahrt, ne? Und dann darauf ausgelegt, Stoff zu besorgen. Also weil es musste immer weitergehen. Sonst, wenn kein Stoff mehr da war, dann Koma. Dann bist du eingeschlafen. Dann ging nichts mehr. Und da geht echt mal ganz schnell 1,5 Jahre, 2 Jahre ins Land. Wenn so dein Tagesablauf aussieht, weil irgendwann hast du auch keine finanziellen Mittel mehr, dann musst du anfangen, dir das Geld anderweitig zu beschaffen für den Stoff. Und das ist dann ein Kreislauf, der spielt dann auch irgendwann Tag und Nacht keine Rolle mehr. Dann stellst du den Handywecker, dass du nicht vergisst, das Kind abzuholen, weil irgendwann schließen Kindergärten. Gell? Haben Sie den mal vergessen? Nee, Gott sei Dank nicht, weil ich hatte, mein Sohn ist mir weggenommen worden vor 6 Jahren. An seinem Geburtstag, glaube ich. An seinem Geburtstag. Warum? Aufgrund von Christel. Ich war zu lange wach und habe ihn früh in die Schule geschafft und habe alles vorbereitet für seinen Geburtstag und wollte mich 1:30 noch mal eine Stunde hinlegen, weil ich schon so lange wach war und so drüber. Und die Kleine lag im Bett und ich bin wach geworden. Abends 7:30 hat die Polizei vor meine Wohnungstür gehämmert. Ich bin aus dem Kummer aufgewacht und war völlig neben mir und habe die Tür geöffnet. Und da stand die Polizei schon in der Wohnung und hat gesagt, mein Sohn ist nicht von der Schule abgeholt worden. Und die Polizei ist informiert worden. Ja, und hinterher kam gleich das Jugendamt und die haben die Kleine schreiend aus dem Bett geholt. Die
war schon eine ganze Weile sicherlich alleine da drinnen wach. Mhm. Ja, und die haben einen Blick durch die Wohnung gemacht und haben mir beide Kinder gleich entzogen. Zum Glück. Und was ist mit Ihnen dann passiert? Ich bin für eine Nacht in die geschlossene Psychiatrie gekommen, zum Ausnüchtern, weil ich halt wirklich völlig drüber war. Und konnte dann wieder nach Hause und hatte die Auflage vom Jugendamt, eine Entgiftung zu machen, um beide Kinder wieder zu bekommen. Und das hat sich dann aber leider ewig lange hingezogen. Und nach einem Vierteljahr hatte ich die Entgiftung abgeschlossen und konnte meine Tochter wieder bekommen. Der Sohn war bei dem bei der Oma von seinem Vater. Mhm. Also bei der Mutter von seinem Vater. Da war der gut untergebracht. Und habe dann meine Tochter wieder bekommen und habe aber das mit meinem Sohn habe ich immer noch so ein bisschen auf Abstand gehalten, weil ich mir auch noch nicht so sicher war. Und ja, heute weiß ich, ich war auch nicht willens, clean zu bleiben damals. Und bin auch ziemlich schnell wieder rückfällig geworden. Ja, und es hat sich dann 2,5 Jahre hingezogen. Und was hat das für Ihre Tochter bedeutet? Also wenn Sie das sagen, es ging noch 2,5 Jahre so weiter. Ja, die... Also es war sicherlich nicht schön. Es waren viele Situationen dabei, die wirklich... wie es so schön heißt, kindeswohlgefährdend waren. Und ich hatte mehr als einen Schutzengel und meine Tochter auch. Hat das keiner mitgekriegt? Doch, das haben viele mitgekriegt. Also ich hatte auch zu Besuche beim Jugendamt, so Auflagen, du musstest da alle halbe Jahre mal aufschlagen, sag ich mal. Aber die kamen nicht zu Ihnen nach Hause? Die kamen auch, aber das ging ganz schnell. Über die Sprechanlage habe ich den Termin verschoben und... das hat sich ewig hingezogen. Mhm. Also da waren viele Situationen, wo eigentlich hätte ein Jugendamt reagieren müssen. Aber ich hatte da halt Glück, ne? Pech, aber Glück. Also die haben immer wieder die Augen zugedrückt. Und bis es halt von mir aus kam, dass ich gesagt habe, ich will nicht mehr, ich kann so nicht. Also, wie haben Sie das hingekriegt? Weil das ist ja etwas, was... Ja. Also ich muss gerade sagen, Chapeau. Einfach die Kraft zu haben und zu sagen, ich liebe zwar meine Kinder und ich will sie auch in meiner Nähe, aber so geht es nicht. Und dann den Weg zu gehen... Also einfach das Bewusstsein selbst zu entdecken, weil das hatte meine Mutter ja nicht. Also man anders geht es aber auch nicht. Gell? Also du bekommst ja dann wirklich Sanktionen auferlegt. Ich hatte so, ich sage heute, Knebelverträge vom Jugendamt, wo drin stand, wenn du nicht, dann bekommst du Kind entzogen. Und da stand ich immer drüber. Ne? Und so viele Situationen, wo ich heute drüber nachdenke, wo du denkst, mein Gott, das arme Kind, ne, was die erlebt hat. Und es hat nie gereicht. Es war eigentlich immer so, dass nicht die Sucht das Problem war, sondern dass es jemand sehen könnte. Ja. Wie beim, ja. Haben die dann vom Kindergarten oder Schule, sind die dann nicht irgendwie drüber gefallen, dass da irgendwie, die erzählen doch auch mal Kinder oder irgendwas? Ja, die haben das auch mir angesehen. Also ich sah ja auch aus, mir hast du es von Weitem schon angesehen, ne, was für eine Situation ich bin. Aber da ist nie einer tätig geworden. Also ich weiß, meine Mutter hat beim Jugendamt vorgesprochen und hat gesagt, wenn jetzt nicht was passiert, dann. Und da sind die auch wieder auf mich zugekommen und haben mit mir gesprochen, aber ich konnte das halt immer abwenden. Also ich will das schon einmal auch sehr unterstützen. Es ist wichtig, dass es angesprochen wird. Und es ist wichtig, obwohl es häufig ja auch zu Ablehnung führt. Sie haben das ja angesprochen, dass die betroffenen Personen da gar nicht einverstanden sind und sagen, das ist alles ganz anders, und verleugnen. Aber es ist ganz wichtig, dass das Umfeld aktiv, wenn es wahrnimmt, Themen anspricht, Hilfe anbietet. Und das ist heute noch eben zu wenig. Da ist auch das Thema beim Crystal Mess, dass auch das Suchthilfesystem lange gar nicht Bescheid gewusst hat, was eigentlich los ist. Und dass deshalb auch noch nicht genau gewusst wurde, was zu tun ist. Ja. Aber das Thema, und das gilt für alle Süchte, wenn wir was nahenehmen, es ansprechen und thematisieren, auch wenn das oft unangenehme Gespräche sind, um das ins Bewusstsein nehmen, ist so wichtig, weil da können leidvolle Geschichten verkürzt werden. Von 2,5 Jahren auf ein halbes Jahr ist immer noch genug. Aber was war dann der Auslöser? Weil Sie sagen, die Kraft war ja da. Was war der Auslöser, dass Sie gesagt haben, und jetzt, bis hierhin und nicht weiter? Ich konnte nicht mehr. Sie konnten nicht mehr. Also ich konnte das alles so nicht mehr. Ich bin, das war ein Schlüsselerlebnis. Ich bin früh wach geworden, also ich bin eigentlich Mittag wach geworden, um 11. Die Kleine war seit 3 Stunden alleine wach in der Wohnung. Es war nichts zu essen für ein Frühstück im Kühlschrank. Ich hatte kein Geld, ich hatte keinen Stoff. Ich hatte niemanden mehr, zu dem ich gehen konnte. Ich hatte keine Familie, keine Freunde, nichts. Und ich hab in den Spiegel geguckt und habe gedacht, ey, nee, es geht einfach so nicht weiter. Also, ja. Vielleicht doch noch mal die Frage an Sie, wenn Sie die Geschichte jetzt mal zurückblicken, aus Ihrer Sicht. Was wäre denn notwendig gewesen, dass Sie vielleicht schon ein Jahr früher oder 1,5 Jahre früher gesagt hätten, ja, ich nehme Hilfe an? Ich glaube nichts.
Sie glauben nicht. Ich war anderthalb Jahre, bevor ich diesen Schritt gemacht habe und zum Jugendamt gegangen bin, war ich in der Einrichtung, in der ich mich jetzt befinde, und habe mir die angeguckt auf Drängen des Jugendamts. Und damals hat meine Mutter halt auch noch viel, Sabrina, jetzt muss was passieren und es geht nicht. Und weil mein Umfeld waren alles Konsumenten. Die haben alle nur weiter gedeckelt und reingebuttert. Und ich habe mir das angeguckt und alles in mir hat Nein geschrien. Also das war, ist ein unheimlich schönes Haus, wunderschön gelegen und mit vielen Hilfsangeboten. Und alles in mir hat gesagt, das brauchst du überhaupt nicht. Also das ist das Letzte. Es hätte mir nichts geholfen. Jetzt sind Sie seit 2 Jahren in dieser Einrichtung. Erst waren Sie stationär, jetzt sind Sie ambulant da. Wie geht's Ihnen jetzt heute? Sehr gut. Also ich muss das betonen, meine Einrichtung nennt sich Wendepunkt. Und das war für uns auch ein Wendepunkt. Für mich, meine Tochter, mein Sohn, der jetzt seit 2 Monaten wieder bei mir ist, nach 4 Jahren. Den habe ich zurückbekommen. Und wir haben jetzt einen selbstbestimmten Alltag. Wir leben in einer eigenen Wohnung. Und also uns geht's blendend. Arbeiten Sie? Ja, das ist... Das spricht an. Die Krankenkasse zahlt jetzt die Einrichtung, glaube ich, noch bis Januar 2016. Ja. Sind Sie auf die Zeit danach eingestellt, weil das, die, so eine Einrichtung gibt einem ja auch Halt, denke ich. Auf die Zeit danach, glauben Sie, dass Sie noch gefährdet sind? Oder schon, wie Sie ja auch sagen, entschlossen? Also das ist ganz schwer zu sagen, weil ich lebe da echt wie unter so einer Schutzglocke. Ne? Mhm. Das ist sehr ländlich gelegen. Die nächste Großstadt ist 20 Busminuten entfernt. Da ist die Versuchung kaum da. Also sicherlich wird es immer wieder schwierig werden, aber ich denke, wir sind zu weit und ich bin stabil genug. Und ein Kampf wird es eh. Also jeder Tag, jeder weitere. Entschuldigung, ich wollte noch eins fragen. Wie geht es Ihren Kindern jetzt heute? Sehr gut. Sehr gut? Also meiner Tochter merkt es fast gar nicht an. Die ist sehr quirlig, sehr lebensfroh. Mein Großer hat mehr erlebt. Der hat da vielleicht so ein bisschen mehr dran zu knabbern. Ja. Was kann man denn konkret tun für Kinder von suchtkranken Eltern? Ganz knapp gesagt, hinschauen und nicht wegschauen. Also das heißt, das, was auch ihr passiert ist, man hilft dem Kind nicht, man hilft der Mutter nicht, wenn man einfach wegschaut. Einfach hinsehen, handeln, drüber sprechen. Und wenn das Amt nicht reagiert nach dem ersten Brief, da schickt man einen zweiten und einen dritten und einen vierten. Weil das sind Kinder, das sind kleine Seelen, die sind auch so rein. Und die muss man schützen, damit die irgendwann was für diese Gesellschaft auch tun können. Sonst haben wir irgendwann nur noch gebrochene Kinder. Das Verrückte ist ja, dass die Einstellung des Amtes ist ja, dass sie sagen, das gehört zur Mutter. Ne? Und da ist teilweise völlig egal, in was für einem desolaten Zustand die Mutter vielleicht ist. Ja. Ne? Aber einfach ein Kind gehört eben zu seiner Mutter. Ja, oder sogar noch, sie braucht es ja, sonst hat sie keinen Grund aufzuhören. Genau, das war bei mir auch so. Voilà. Ja. Und das bringt aber eigentlich in dem Sinne, sage ich es von mir her, nicht viel, weil auch wenn der Wille da ist, mit der Sucht aufzuhören, kommt ein Problem mit dem Kind, wird es vielleicht noch größer. Und weil man ja dann funktionieren will fürs Kind, fällt man wieder rein. Also es ist... Haben Sie denn heute eine Person, die Sie ansprechen würden, zu der Sie Vertrauen hätten, wenn Sie wieder rückfällig wären? Ja. Haben Sie? Cool. Ja, gut. Ich habe halt, das ist halt auch wichtig, ich habe gelernt, drüber zu sprechen, ne? Gut. Das ist halt auch wichtig. Ich Aber Herr Mundtle, wieso ist das eigentlich so? Man sagt, wenn man einmal abhängig ist, bleibt man das sein Leben lang. Warum ist das überhaupt so? Na, es gibt ein Suchtgedächtnis, nennen wir das. Ja. Es gibt einfach im Gehirn die Erinnerung und es kann ganz schnell reaktiviert werden. Und der Wunsch, der Drang nach der Droge, das ist quasi wie eingebrannt in unserem Gehirn. Und dieses Suchtgedächtnis können wir auch nicht löschen. Da haben wir viel versucht, aber das gelingt nicht. Und deshalb kann es immer wieder sein, dass der Impuls kommt, dass der Wunsch kommt. Und das Wichtige ist, es wahrzunehmen, es offen anzusprechen und auch im Gespräch zu sein mit Therapeuten oder in der Familie, in der Beziehung und es nicht zu tabuisieren, zu sagen, ja, es gibt den Wunsch, ich würde gern wieder und dann finden sich alternative Wege. Es ist ein Irrglaube abzunehmen, ich mache einmal Therapie und alles ist immer gut. Wir reden heute nicht so sehr über Zahlen. Trotzdem, dass wir mal so einen Eindruck haben, wie viele sind denn abhängig, süchtig in der Gesellschaft hier? Naja, jetzt müssen wir mal die Substanzen anschauen. Die häufigsten Abhängigen sind immer noch die Raucher. 30% der Bevölkerung circa rauchen und davon circa 10% der Bevölkerung sind abhängige Raucher. Und dann kommt als nächstes kommt schon noch der Alkohol, der immer noch die größte Rolle spielt. Da muss man sagen, da hat es rund 3 Millionen Personen, die abhängig sind und rund insgesamt 10 Millionen Menschen, die in irgendeiner Form ein Problem damit haben. Wir sind jetzt im Bereich der Drogen, sind wir bei den Hunderttausenden, sage ich mal. Bei Cannabis geht man davon aus, 0,5% bis 1% der Bevölkerung ist abhängig. Wobei man sagen muss, circa
30-40% der jungen Erwachsenen haben Erfahrungen damit. Das heißt, die Substanzen sind in unserer Gesellschaft. Wir können da auch nicht einfach so tun, als ob es das nicht gibt, sondern es ist da. Und es trifft auch jeden, den Manager wie jeden anderen. Absolut, oder? Mhm. Absolut. Wir reden jetzt immer über die Gefahren und über Lebensläufe, wo es, sagen wir mal, vom Genuss hin zur Sucht sich entwickelt mit all den negativen Konsequenzen. Herr Wiedmann. Kann eine Droge auch etwas Schönes haben? Also ich persönlich finde das auf jeden Fall. Es liegt natürlich in der Natur von so einer Sendung wie hier, dass wir jetzt vor allem die hässliche Fratze des Rausches zu sehen bekommen. Wie sieht denn das schöne Gesicht aus? Es kann einfach total Spaß machen. Ich persönlich mag es sehr gerne, einen Rausch zu haben. Und es inspiriert mich. Ich bin Liedermacher, ich schreibe meine Texte. Meistens gehört das zusammen, so angeschallert. So Kunst und Genuss oder Rausch? Gehört das zusammen? Wir wissen doch alle, dass also mit die größten Kunstwerke auf durch irgendwelche Rauscherfahrungen zustande kommen. Die Stones zum Beispiel haben bestimmt nicht alles drogenfrei. Ganz bestimmt nicht. Jimi Hendrix auch nicht. aber auch Mozart nicht. Also in der klassischen Musik gibt es das auch. Schriftsteller. Muss man auf der anderen Seite sagen, das gab es ja eigentlich immer, also scheinen Drogen irgendwie dazugehört? Also wir wissen auch, dass es viele Drogentode gab in der Zeit, die gerade so ein bisschen verherrlicht wird. Stimmt. Und es gibt auch jetzt mal, um auf die Wissenschaft wieder ein bisschen zurückzukommen, durchaus Studien, die zeigen, dass die Kreativität unter höheren Cannabismengen eben nicht erhöht ist, sondern im Gegenteil. Und bleibt schon die Frage, ist das ein subjektives Gefühl? Ich möchte nicht dagegen sprechen, es gab immer Suchtmittel. Und es wird immer Suchtmittel geben. Und es gibt den Wunsch nach Rausch, und das haben wir alle ein Stück. Das ist älter als die Menschheit. Ist sogar älter als die Menschheit, sagen Sie. Und solange die Freiheit besteht, da damit umzugehen, und solange ich meinen Alltag gestalten kann, glaube ich, ist ein ganz wichtiges Kriterium, auch zu sagen, ich kann auch mal andere Substanzen einnehmen. Das kann ja auch also sehr bereichernd sein fürs Leben. Es zeigt eben verschiedene Perspektiven. Man bekommt einen anderen Blick auf die Realität. Und also ich persönlich muss für mich sagen, dass es wirklich inspirierend auf mich wirkt. Also für mich es schaltet irgendwelche anderen Synapsen im Gehirn zusammen, die bei mir an die Assoziation beschleunigen, gerade Cannabis. Und dadurch kann ich viel besser schreiben. Und wenn Sie schreiben, dann singen Sie danach auch, zum Beispiel auch über Drogen. Und das hört sich dann so an. Man sagt, es macht nur Lungen krank und lasch. Aber hängst du an einer Überdosis Hasch. Macht nur Lungen krank und lasch, aber hängst ab an einer Überdosis Hasch. Götz Wiedmann? Das Ding. Ja, jetzt brauchen wir nur mal ein bisschen Applaus hier. Würden Sie auch sagen, ja? Das ist die Geschichte vom ersten offiziell medizinisch nachgewiesenen Haschisch-Toten. Der wird im Hafen von Rotterdam von einem Container mit 4 Tonnen roten Libanesen erschlagen. Das ist tatsächlich so gewesen. Er ist an der Überdosis Haschisch gestorben. Ja, indirekt. Aber ich würde es auch ungern jetzt so ein bisschen bagatellisieren. Auch, denn es gibt viele Menschen, die leiden sehr drunter. Und die Frage wäre, ich weiß, dass es Probleme gibt, aber man muss auch wirklich sagen, dass die Mehrheit der Leute, die das konsumieren, Sie haben gesagt, 1% sind wirklich abhängig. Aber 30-40% der Jugendlichen haben es schon probiert. Also sehr viele Leute kommen auch einfach wunderbar damit klar und entspannen sich damit oder inspirieren sich damit und machen ihr Leben eigentlich schöner damit. Herr Wiedmann, ein Argument ist ja, dass Sie sagen, Kunst und Kultur und Kreativität und Drogen gehören irgendwie auch zusammen. Würden Sie das so bestätigen, Herr Schwarz? Wissen Sie, ich habe mal, da ist was dran. Ich habe mal eine Probe gespielt oder Romeo und Julia, den Romeo probiert am Anfang meiner Karriere und habe während der Probe, hatte wohl Restalkohol noch drin und habe ein bisschen aufgefrischt und habe wunderbar die Probe gemacht, dass der Regisseur unten saß und war von den Socken und sagt, so muss das spielen. Am nächsten Tag sagte er, so mach mal noch wieder. Du musst ja, dein Schauspieler muss das ja können. Und da war nichts mehr. Da war heiße Luft. Es kann natürlich, ist das anregend, es erweitert, man macht das, man ist wie im Rausch und produziert etwas. Und danach als Schauspieler musste das noch machen, dann geht es nicht. Als Maler, ich weiß nicht,
setzt dich hin und malst dann. Und dann ist das, kann er das. Bei reproduktiven Sachen, so wie auf der Bühne stehen zum Beispiel, ich gehe immer nüchtern auf die Bühne. Ich finde nicht, dass es meine Leistung als, als Sänger ach, gut guck, tut. Ach, guck, siehst du, die meisten gehen noch hier. Naja, ich meine jetzt hier, die hier, Jimi Hendrix, ja. Ist ja nicht nüchtern auf die Bühne gegangen, oder? Sind Sie denn jetzt gerade drauf? Nein. Oh, okay. naja, also ich finde, das ist sehr, also das ist eben, mal kann man das. Und wenn man jetzt immer sich vorher einpfeift, das ist dann auch wieder, das aber es ist dann zu viel und dann kommt nur noch blö. Ja, ich kenne das Beispiel von zwei Freunden von mir, die haben gerade eine CD aufgenommen. Die haben sich vorgenommen, sie gehen am Nachmittag nüchtern auf die Bühne vor einem Publikum und dann wird das Publikum ausgetauscht und dann beim zweiten Mal hauen sie sich einen rein. Und dann haben sie beide danach gesagt, wir nehmen fast nur Sachen vom zweiten Auftritt. Als sie die Sachen dann gehört haben, nüchtern, haben sie nur Sachen vom ersten Auftritt genommen. Ja, ja, das hat was mit Selbstwahrnehmung und Selbstwahrnehmung ist natürlich eine andere. Sie waren ja früher auch ein Gegner eigentlich. Wie hat sich das dann umgekehrt? Ja, ja, ich hatte Christiane F. gelesen mit 12 und habe irgendwie diese Wahrheit eingesogen gehabt, dass Haschisch eine Einstiegsdroge ist. Und dann kam irgendwann mal eine Frau, die ich total toll fand, aus dem Urlaub zurück und hatte einen Joint dabei und hat ihn dann angezündet. Ich war erst voll dagegen und dann habe ich doch mal dran gezogen. Und nach den Geschichten, die ich von anderen Leuten gehört habe, habe ich damit gerechnet, dass ich jetzt erst mal über dem Klo hänge, 2 Stunden. Und, aber ganz im Gegenteil, das hat sofort sehr, sehr nett gewirkt. Ich habe mich gleich wohlgefühlt. Ich kannte dann schon den Rausch von Alkohol und fand es sehr viel smarter und also so das Gefühl eigentlich irgendwie so ein bisschen schöner als, das, als den Rausch von Alkohol. Und musste dann ganz furchtbar anfangen zu lachen. Das hat bei mir also gleich ganz wunderbar gewirkt. Und dann kam im Fernsehen der große Preis mit Wim Tölke. Und unser Fernseher war damals kaputt, dadurch war alles in die Breite gezerrt. Und der eh schon ziemlich große Wim Tölke war dann noch doppelt so breit. Und dann lagen wir wirklich vor Lachen sterbend vor dem Fernseher. Sie sagen ja, es ist wichtig für Sie, für die Kreativität. Sie sagen auch, Sie kriegen es. Macht auch Spaß. Es macht Spaß. Sie kriegen es auch irgendwie in den Griff. Das heißt, Sie wissen, in welchen Situationen Sie es leben. Ich habe das Glück, dass mein Organismus irgendwann von selber nein. Ja. Und Sie sagen auch, man sollte es legalisieren. Was würde sich denn durch eine Legalisierung verändern? Ich glaube, das würde erstens mal ganz wichtig, würde es dem Staat Einnahmen bringen, statt der organisierten Kriminalität. Man könnte Steuergelder rekrutieren. Dann denke ich, dass eine viel bessere Qualitätskontrolle möglich wäre. Die Leute wären davor beschützt. Manchmal ist ja so Zeug mit Blei drin unterwegs, damit es ein bisschen mehr wiegt. Und das ist da wirklich, also es sind einfach im Moment, wird einem das Zeug von verantwortungslosen kriminellen Vereinigungen verkauft, zumindest da, wo es im großen Stil stattfindet. Man kann es auch natürlich privat beim Hanfbauern seines Vertrauens kaufen, wenn man jemanden kennt. Aber man ist dann einem großen Risiko als Konsument ausgesetzt. Es gibt keinerlei Qualitätskontrolle. Und dadurch ist meiner Meinung nach auch dieses Zeug immer weiter hochgezüchtet worden, bis auf so ein ungesundes Maß. Und da, wo es jetzt legalisiert ist, in verschiedenen Staaten der USA, in Uruguay, da bricht auch nicht die Welt zusammen. Es sind plötzlich nicht alle abhängig oder so irgendwas. Eigentlich sind die Konsumzahlen kaum in die Höhe gegangen. Und die Leute können sich aber aus den verschiedensten Sorten was aussuchen. Und dann kann jeder für sich das finden, was er für sich selber gut findet. Ich persönlich mag lieber schwache Sorten tatsächlich. Herr Mundle, was sind die entscheidenden Argumente dagegen? Gegen die Legalisierung? Ja. Da fragen Sie den Falschen. Das ist kein medizinisches Thema, das ist ein gesellschaftliches Thema. Ja. Wir können ungefähr die Gefahren von Cannabis dann einschätzen. Beschreiben Sie die Gefahren nochmal von Cannabis? Die Gefahren sind, dass Abhängigkeiten entstehen, psychische Abhängigkeiten, dass die Menschen sich dann zurückziehen, nicht mehr leistungsfähig sind, dass Psychosen ausgelöst werden. Das sind eine Gefahr. Es sind Gefahren, dass über den Tabak die Lunge geschädigt wird. Es gibt aber weniger Gefahren körperlicher Natur als beim Alkohol, muss man auch dazu sagen. Einstiegsdroge wird immer wieder genannt, in härtere Drogen? Ja, das ist dann die Kombination, dass es eben besorgt wird von einem Dealer, der auch die anderen Drogen hat, dass da die Netzwerke entstehen. Eigentlich die Illegalität, aber, oder? Die Illegalität. Und ist wobei ich, also so für mich selber, ich konsumiere seit 30 Jahren Cannabis und habe noch nie irgendwie Heroin berührt. Also ich bin der lebende Gegenbeweis. Aber ich finde, es muss eine Gesellschaft entscheiden, lasse ich noch mal eine Droge dazu. Aus medizinischer Sicht kann ich sagen, ob das, also es ist bestimmt nicht gefährlicher als Alkohol. Es hat Gefahren, es können Abhängigkeiten entstehen, wie bei Alkohol auch, und aber es ist eine legalisierte Droge. Durch die Illegalität wird ja nicht der Konsum verhindert. Das ist die Frage, die diskutiert wird. Es gibt
schon Hinweise, dass in den Ländern, in denen es legal ist, etwas mehr konsumiert wird. Bei uns gehen die Zahlen an Konsum wieder zurück mit einer eher restriktiven Haltung. So, es muss eine Gesellschaft entscheiden, wie viel Drogen ich habe. Ich finde aber nochmal einen ganz anderen Aspekt, der mir auch am Herzen liegt, weil jetzt entsteht so eine Diskussion, als ob Kreativität nur über so Stoffe möglich ist wie Alkohol oder Cannabis. Und ansonsten bin ich nicht kreativ. Es gibt viele Möglichkeiten, kreativ zu sein. Und ich finde, wir haben hier ja auch gehört schon, wie lebendig jemand ist und eben ohne Drogen. Und das möchte ich hier auch nochmal sagen. Das ist bei uns in der Therapie auch so was Wichtiges, den Menschen zu vermitteln und der Gesellschaft zu vermitteln. Wir können lebendig sein. Wir haben die Lebendigkeit in uns, wenn wir in Kontakt mit uns sind. Die ganzen Substanzen im Gehirn, die durch Drogen ausgelöst werden, die sind in uns drin. Und wir können auf einer anderen Ebene die auslösen. Glück, Lachen, Freude, Beziehung geht eigentlich besser ohne. Und das müssen wir lernen. Und die Verbundenheit mit uns. Dann gehen Sie mal auf eine Party, wo nur Mineralwasser ausgeschenkt wird. Dann gehen Sie nach 2 Stunden wieder nach Hause. Das stimmt nicht. Ja, nicht mal das. Für viele beginnt ja der Weg in die Drogen relativ früh. Sei es in den Weg der kontrollierten Form, so wie Sie es offensichtlich erleben, sei es in die Abhängigkeit. Aber man muss auch sagen, dass es für den Einstieg in die Abhängigkeit keine Altersgrenze gibt, Frau Spachtholz. Zuerst wollte ich hier mal noch eine Frage stellen. Ja, natürlich. Wenn Sie so alt sind wie ich, 75, was macht die Droge dann? Das lasse ich auf mich zukommen. Jetzt komme ich gut klar. Ich gehe alle 2 Jahre zum Arzt, lasse mich durchchecken. Bis jetzt habe ich keine. Ich glaube, wenn ich irgendwelche körperlichen Beeinträchtigungen habe, bin ich hysterisch genug, das dramatisch einzuschränken. Mhm. Wie geht's Ihnen denn heute? Ich bin happy. Seit 12 Jahren bin ich ohne Alkohol. Sie waren Sekretärin bei Audi, haben da gearbeitet, dann in den Ruhestand gegangen. Ach so, ja. Ist auch Ihre Mutter zum Pflegefall geworden. Ja, Sie waren rund um die Uhr für Sie da. Haben diese beiden Dinge auch dazu geführt, dass es mehr geworden ist? Ja, eigentlich schon. Ja, weil ich nur für meine Mutter da war, Tag und Nacht. Sie konnte nicht gehen und war zum Teil auch, also sie war sehr dominant. Und ich bin abhängig von ihr auch gewesen, sagen wir mal, hörig war ich. Und bin nur immer für meine Mutter da gewesen. Und da habe ich jeden Abend dann, war ich schon froh, wenn der Abend kam, dann habe ich ihr auch ein Bierchen gegeben. Und dann war ich wirklich jeden Abend immer zu. Also war Alkohol ein Freund? Alkohol, ein guter Freund von mir. Guter Freund? Ja, ein guter Freund. Und obwohl Sie sagen, Sie hatten einen alkoholabhängigen Mann, haben Sie dann vorher, hatten Sie dann nicht das Gefühl, jetzt rutsche ich da auch rein? Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, ich kann nicht mehr aufhören. Aber wem sagt man sowas? Sie haben es abends getrunken, haben Sie gesagt? Abends immer, Wann fing es dann auch an? Und dann, wie ich dann auch schon meine Mutti pflegte, dann fing es auch an in der Früh. Und weil es einfacher war, habe ich mir dann Melissengeist gekauft. Und da brauchst du bloß Orangensaft oder Cola ein bisschen und Melissengeist. Und dann habe ich nicht viel Flaschen heimschleppen brauchen. Hatten Sie denn das Gefühl, dass Ihr Umfeld, die Leute um Sie herum, früher verstanden haben, was mit Ihnen los ist, als Sie selbst? Eigentlich nicht. Nee? Sie haben das schon mitgekriegt? Ja. Wie hat sich das dann zugespitzt, dass Sie gemerkt haben, so geht's nicht weiter? Ja, das war dann, ich war nicht nur von dem Alkohol abhängig, sondern auch von Schlaftabletten. Und dann konnte ich mal 7 Nächte überhaupt nicht mehr einschlafen. Und meine Tochter hat mich dann entdeckt und hat gesagt, Mutti, du musst wohin? In eine Klinik. Und das war dann das Ausschlaggebende. Sie hatten auch mal eine Situation mit Ihrem Enkel, dass Sie darauf aufpassen mussten? Ja, das war dann meine Tochter war sehr krebskrank und da war dreimal also Krebs operiert und Chemo und alles Mögliche. Und die wollte Skifahren. Vom Arzt hat sie Erlaubnis gekriegt, sie darf jetzt mal Skifahren auch. Und ich sollte die Enkel aufpassen. Und sie hat mich abholen wollen, damit ich dann zu ihr nach Hause fahre, um die Enkel abzuholen. Und ich hatte damals einen Rückfall. Wie hat sich der geäußert? Er hat sich geäußert, dass ich voll besoffen war. Meine Tochter erschrocken ist und gesagt hat, Mutti, du kannst die Kinder nicht mehr haben, wenn du weiter säufst. Und dann war das,
War das der Moment dann? Das war der Moment, der Auslöser, wo dann in meinem Kopf, es hat Klick gemacht und von der Zeit habe ich nie mehr getrunken. Und Anna Kuss, war das wirklich so, dass Sie dann wussten, jetzt kommt es nicht mehr in Frage oder war das ein Arbeitenkampf? Daraus. Später war es schon ein Kampf. Es ist 2 Jahre war es ein Kampf, weil für mich war es ja auch schwer, von diesen Tabletten herunterzukommen. Aber ich war in keiner Therapie. Hab einfach, ich sag, der Herr hat mir geholfen. Gott hat mir geholfen. Wie ist das eigentlich? Ja, wie ist das? Wie ist das in Ihrem Umfeld gewesen? Wie haben die Leute reagiert, als Sie alkoholkrank waren? War das stabil oder haben sich auch welche abgewandt? Ich habe mich nicht, ich bin nicht irgendwie, ich habe was Besonderes gemacht. Ich habe weiter funktioniert. Aha. Ich konnte weiter funktionieren. Mhm. Vielleicht, wenn ich abends kam, also ich habe einen Sohn auch, der schimpft heute noch, dass er ein paar Mal staubsaugen musste. Wie ist denn, wenn das dieser Moment war, dass Ihre Tochter gesagt hat, Mensch, du kannst nicht mehr mit meinen Enkeln oder mit meinen Kindern zusammen sein, mit ihren Enkeln. Wie ist denn Ihr Verhältnis heute zu Ihren Enkeln? Wunderbar. Ja, erzählen Sie. Ja, ich liebe sie sehr. Der eine ist 18, der hat jetzt das Abitur. Habe ich mithelfen können mit Englisch und Latein. Und die Studienaufgabe letztes Jahr, das war der Bayerische Limes, also die römische Mauer da. Und dann habe ich auch noch mitgemacht. Und da haben wir 1 mit Stern bekommen. Gut. Und wir. Mhm, wir. Natürlich. Mein Enkel der mit 17, Samuel, gut. Mit dem habe ich am Anfang auch lernen können, dann, als ich dann schon nüchtern war. Er hat mich nicht so sehr gebraucht dann und der geht jetzt auch in die Fachoberschule. Und ich bin so anerkannt bei denen und die mögen mich so gern. Und das macht mir so große Freude. Das spürt man auf jeden Fall. Und danke, dass Sie dem eine Sprache verleihen, dass es auch diese Abhängigkeit im Alter gibt und dass Sie da so wirklich offen und mutig sind, darüber zu reden. Danke dafür. Sind das so die typischen Medikamente, die man dann zum Schlafen gehen nimmt oder Alkohol? Sind das die typischen Stoffe, von denen man auch im Alter schnell abhängig wird? Naja, es gibt die Benzodiazepine, die Schlafmittel, die abhängig machen. Das ist eine ganz typische Entwicklung, dass insbesondere Frauen, die dann nehmen, zuerst in geringen Dosen und zuerst ab und zu mal und dann langsam kontinuierlich und langsam immer mehr und dann nach 10, 20 Jahren eine große Schwierigkeit besteht, davon wegzukommen, dass der Körper sich wirklich sehr dran gewöhnt hat, ein ganz hohes Suchtpotenzial hat. Und dann kommt dann der Alkohol noch dazu und im Alter kommt dann manchmal auch noch die Einsamkeit dazu, keine Arbeit mehr, die Frage der Aufgabe. Und dann kann der Alkohol und die Medikamente eine Kombination machen, die eine Abhängigkeit einfach beschleunigen. Ich möchte aber zu Ihnen auch nochmal Danke sagen, weil Sie so schön auch nochmal lebendig zeigen, dass Beziehungen sich so positiv verändern können. Und Ihre Tochter eine ganz positive Beziehung zu Ihnen hat, Ihr Enkelsohn oder Kinder so. Und dass da so eine ganz neue Lebendigkeit entstehen kann. Ich finde es so wichtig, dass Menschen, die dann mit oder ohne Therapie, wie auch immer, manchmal sind es wirklich auch dann so Themen über Enkelkinder, die was sagen, dass da eine Wende im Leben entstehen kann und dass da im Endeffekt eine neue Kreativität entstehen kann. Und ich spreche jetzt nicht gegen Substanzen, sondern ich spreche für eine neue Lebendigkeit in der Beziehung, im Kontakt miteinander, ohne die Substanzen. Aber und das ist das Schöne, was entsteht. Manchmal braucht es Zeit, was Sie auch geschildert haben. Ich finde das ganz schön, was Sie da sagen und auch das Positive. Das ist ja auch so, dass man sicher auch ohne Drogen kreativ sein kann. Aber ich finde es ganz, ganz gefährlich, wenn man, ich sage jetzt mal einem Süchtigen oder Ex-Süchtigen, so eine heile Welt malt nach dem Entzug. Dass dann nachher kann man genauso Freude empfinden oder genauso. Es gibt Süchtige, die oder Ex-Süchtige oder Trockene oder wie auch immer, die bestätigen das. Aber ich denke, man kann nicht nur von diesem Punkt ausgehen, sondern man sollte klar auch
wissen, dass Sucht ein gesellschaftliches Problem ist und dass wir vielleicht auch hinterfragen müssen, warum wir so, je länger es geht oder je leistungsfähiger die Gesellschaft wird, warum wir so viele Suchtprobleme haben. Und nicht nur zu sagen, ohne Drogen ist es dann einfach schöner. Es hat einen Grund gegeben, warum gesunde Menschen in Drogen reinfallen. Und diese Probleme sind auch nach dem Entzug noch da. Und ich finde es ganz wichtig, dass man die nicht, ich sage jetzt mal, rosarot redet, weil das war der Punkt, wo Freunde von mir oder auch meine Mutter, wenn jemand gestorben ist, wenn oder jemand stirbt, jemand aus dem nahen Umfeld, 2, 3 Todesfälle hintereinander. Und dann kommt jemand und sagt, ja, ohne Drogen ist das genauso wenig schlimm oder es geht dir sogar besser. Das kann so ein Mensch in dem Moment aus der Subjektivität nicht wahrnehmen. Und dann finde ich, liegt es am Objektiven zu sagen, ich sehe, dass das nicht alles rosarot ist. Ich sehe die dunklen Flecken, aber wir kommen durch die Flecken durch. Und ich finde die Message, die das eben halt bringt, ja. Es ist auch ohne Drogen schön und es gibt so einen Klick und dann kommt alles. Es ist wunderschön, wenn das klappt. Aber man sollte halt wirklich auch zeigen, dass man sich nicht schämen muss, wenn man die Welt nicht so rosa sieht wie andere, die nicht mehr abhängig sind. Oder wenn man auch mal einen Rückfall hat, sage ich jetzt mal, das kann es leider geben, und sich dann nicht gleich sagt, jetzt ist alles wieder viel schlechter. Weil manchmal ist genau dieser Rückfall der Schlüssel dazu, dass man nachher nicht mehr süchtig ist. Also vielen Dank, absolut. Ist ein ganz wichtiger Aspekt, weil der Weg heraus, das ist oft ein steiniger. Und ich fand bei Ihnen vorher, als Sie das berichtet haben, sehr bewundernswert, wie Sie ja angesprochen haben, wie Sie selbst gezweifelt haben, wie das für Sie oft auch schwierig war, wie das mit der Beziehung mit der Mutter schwierig ist, wie Sie da umgehen damit, wie Sie da sehr differenziert hinschauen. Und ein Leben ohne Drogen heißt nicht, dass alles rosa-rot ist, sondern es gibt sehr wohl angenehme Seiten und auch manchmal schwierige Seiten. Aber es heißt, ein Leben ehrlich zu sein und in Kontakt zu sein, Bezug zu sein. Und das Thema äußere Ansprüche und Überforderung durch äußere Ansprüche, Leistungsansprüche, ist ein Riesenthema in unserer Gesellschaft, bei den Therapien, bei den Menschen. Und zwar für uns alle. Ja. Wie gehen wir da damit um? Und es ist eine Gesellschaft, wo wir immer mehr leisten müssen und immer weniger Mensch sein dürfen. Immer mehr zur Maschine werden. Das fängt beim Energy Drink an. Oder? Ja, also Energy Drink gehört heute dazu. Früher war es, was habe ich jetzt letztens ein Buch gelesen, Hallo Wachtabletten. Das ist einfach, wenn man Leistung bringt, ist die Sucht auch bis zu einem gewissen Teil akzeptiert. Also Kokain ist ja so eine Sache, ich glaube, wenn man verschiedene Börsen mal genauer anschauen würde, würde man das feststellen. Aber was ich halt merke, ist, dass vor allem Leute, die jetzt ein Problem haben mit der Sucht, aber noch Leistung bringen, dass die noch länger in der Gesellschaft bleiben, ohne dass man da was macht, weil sie bringen ja noch Leistung. Und dann irgendwann kommt das Polytoxi, also Polytox, mehrere Drogen miteinander. Man kommt abends nicht mehr runter, braucht Beta-Blocker oder eben ein Benzodiazepin. Und da finde ich, hat das einen ganz großen Einfluss, also die Wahrnehmung, wie gehe ich damit um? Und das ist ein Thema, im Alter. Wir haben über Drogen im Alter gesprochen, aber man muss auch wissen, manchmal beginnt es auch sehr früh und manchmal ist es so, dass wenn man es merkt, dann ist es schon zu spät. Frau Evers, Ihre Tochter ist vor einem guten halben Jahr gestorben und sie hatte ganz normale Deos als Rauschmittel benutzt. Bevor wir das noch mal ausführlich besprechen, könnten Sie Ihre Tochter Judith einfach noch mal beschreiben, uns hier im Nachtcafé, was sie für ein Mädchen war? Ja, Judith ist immer ein sehr willensstarker Mensch gewesen, die immer unheimlich viel Energie hatte. Eigentlich immer fröhlich war, die hat gern, also sie konnte unheimlich gut singen, also sie hat auch am Gesangsunterricht hat sie gemacht und sie hat gern getanzt und wir haben noch auf ihrem Handy ganz viele kleine Videos, die sie gedreht hat und wo sie dann ja auch gesungen, getanzt hat und In der Pubertät gibt es immer mal Probleme mit solchen und solchen Phasen. Würden Sie sagen, Sie waren Problemkind? Es war schon schwierig. Also Judith ist schon eine wirklich sehr willensstarke kleine Person gewesen. Und das hat sich in der Pubertät noch verstärkt. Und da sind wir schon manchmal auch an Grenzen gekommen, dass sie es uns schon manchmal echt nicht einfach gemacht hat. Man weiß es ja nicht genau, nein. Aber Sie gehen davon aus, dass es vielleicht Anfang des Jahres mit dem Deo-Schnüffeln angefangen hat. Haben Sie denn
Im Nachhinein sehen Sie da irgendwelche Anzeichen, dass das wahrscheinlich so war? Ja, auf jeden Fall. Also es war ja nun Januar, Februar und wenn wir manchmal nach Hause gekommen sind, waren bei ihr die Fenster alle weit offen. Und das natürlich im Winterhalbjahr. Und wo wir mal gedacht haben, um Gottes Willen, sag mal, frierst du nicht? Und wo mein Mann dann rief, Mensch, Judy, mach die Fenster zu, das ganze Haus kühlt hier aus. Und das waren, jetzt im Nachhinein weiß ich, das sind schon die ersten Alarmzeichen, wenn mit einmal die Zimmer wie wild gelüftet werden. Aber da haben an sich ja natürlich auch nichts beigedacht. Dann hat sie unheimlich, Rossmann war immer so ein beliebter Treff bei den Jugendlichen. Und wir haben bei ihrem Zimmer nachher auch ziemlich viel Deo-Flaschen gefunden. Hat man sich auch nicht viel bei gedacht, wenn die Mädels dann mal wieder eine neue Sorte Spray ausprobieren, damit sie wieder anders riechen. Kommt man ja nicht drauf. Ja. Was war zum Schluss, ist, dass sie doch dass sie doch aggressiver wurde, dass sie manchmal, dass wir dachten, Mensch, als wenn sie eine ganz andere Persönlichkeit ist. Also so, und dann hatte sie auch so Stimmungsschwankungen, dass sie einmal kam sie runter und war total euphorisch, dass mein Mann sagte, sag mal, hast du irgendwas genommen? Und das hat sie natürlich abgestritten. Und wir sind natürlich nicht auf die Idee gekommen, dass da jetzt Deo im Spiel ist. Wann haben Sie das letzte Mal gesehen? Wo wir abends nach Hause gekommen sind, sie hatte hatte sie auf ihren kleinen Bruder, wir haben noch einen Vierjährigen, aufgepasst. Das war Ausnahme an dem Donnerstag, weil bei uns fehlten Leute und wir haben beide gearbeitet an dem Nachmittag. Und dann war das in der Woche immer so, dass sie dann müde war und sich dann meistens abends schon hingelegt hat. Haben Sie gesagt, dann lassen wir sie jetzt einfach... Genau, und dann, sonst ist sie manchmal gegen 9 noch mal aufgewacht oder runtergekommen, hat sich was zu essen gemacht und das war an dem Abend nicht. Und wir haben uns da jetzt auch... Ich habe mir da jetzt oder mein Mann auch keine Sorgen gemacht. Wann haben Sie gemerkt, das stimmt was nicht? Ja, am nächsten Morgen. Und dann bin ich hoch und wollte sie wecken. Und dann war im Bad war niemand. Dann bin ich in ihr Zimmer und da lag sie nicht im Bett. Und dann dachte ich, Mensch, wo ist Judith? Dann gehen einem die wildesten Gedanken durch den Kopf. Ich denke, wieso hat sie nicht zu Hause geschlafen, was ja albern ist. Aber das war so der im ersten Moment. Und dann wieder ins Bad, sie nicht gefunden. Und dann noch mal in ihr Zimmer sie gerufen und dann hat das Zimmer so einen Vorsprung und da kann man einmal rumgehen, da ist ihr Schreibtisch und dann lag sie da auf dem Fußboden. Und ich denke, warum hat das Kind denn jetzt auf dem Fußboden übernachtet? Das ist ja sehr komisch. Und dann wollte ich sie wach machen und dann habe ich nur gesehen, dass sie... sie war ganz, hatte so eine Tüte vorm Gesicht und war ganz feucht. Das Haar war feucht. Dann dachte ich, Mensch, hat sie Kopfweh wieder gehabt? Wollte sie sich die Stirn kühlen? Was macht sie mit der Tüte? Was soll das? Und dann habe ich sie versucht, wach zu rütteln. Und ich konnte sie nicht wecken. Sie wurde nicht wach. Und dann habe ich sie gerufen. Und dann habe ich so laut ihren Namen gerufen und ich muss es auch in so einem Tonfall gerufen haben, dass mein Mann gleich hochkam und er sagte im Nachhinein, ich wusste, wo du so gerufen hast, dass Judy tot ist. Und unser Sohn, der hat da auch sein Zimmer auf der Etage, der ist gar nicht raus, der sagte nachher auch, ich wusste, Mama, ist was ganz Schreckliches passiert. Und dann, ja, das begreift man aber alles nicht. Man versucht dann irgendwie, sie zu bewegen und sie war auch vollständig bekleidet, noch nicht mal im Schlafzeug. Und dann haben wir den Krankenwagen angerufen und dann kamen die immer übers Telefon, sie sollen wiederbeleben und ich soll sie umdrehen und das habe ich nicht hingekriegt. Und mein Mann sagte immer nur, die ist schon ganz steif, die kannst du nicht wiederbeleben, wir können da nichts mehr machen. Und ja, dann kamen die und wir sind dann nachher auch aus dem Zimmer und dann verselbstständigte sich das. Dann kam die Polizei, dann kam nachher noch die Kripo und... Die Polizei kam dann ja eigentlich auch darauf, dass sie gesagt hat, naja, das ist wahrscheinlich Suizid. Ne? Hat genau. Ihnen da Informationen gegeben? Was hat sie so sicher gemacht, dass es das nicht ist?
Judith hat 2,5 Wochen später Geburtstag gehabt, oder hätte sie Geburtstag gehabt, wäre sie 14 geworden. Und sie hatte ganz viel geplant für ihren Geburtstag. Sie hatte bei Amazon in meinen Einkaufswagen schon ganz viele Sachen, die ich unbedingt bestellen sollte, reingetan. Ich weiß, also wenn sie Kummer hatte, war sie, also das merkte immer man gleich, dann aß sie nicht. Und wie gesagt, und den Tag vorher war sie wirklich, also sie war gut drauf gewesen. Und sie, dann eben mein Mann immer noch, Mensch, die hat so viel Pläne gemacht für die, für das Wochenende. Freundinnen haben nachher gesagt, die hatte sich verabredet mit denen und Pläne gemacht. Und auf ihren Geburtstag freute sie sich. Und wie sind Sie dann da drauf gekommen? Also ich glaube, man spürt schon, Sie wussten, das ja, man, kann nicht sein. Genau. Wie haben Sie dann, wie sind Sie drauf gekommen? Weil man grübelt. Man hat die ganze Zeit und dann immer diese Tüte, mit der ich überhaupt nicht zurechtkam. Und Ihr Mann hat dann, glaube ich, irgendwann die Deos gefunden, oder? Ja, der ist ins Zimmer und dann, und dem schlug dann, wo er dann sagte, ist, was riecht hier eigentlich in diesem Zimmer von Judith so extrem? Da hat es Tag und Nacht gelüftet und dieser Geruch ging nicht aus diesem Zimmer. Es ist, roch also nicht nur nach Deo, sondern richtig chemisch. Und dann waren dann diese ganzen leeren Flaschen und er konnte sich das nicht erklären und dann diese Tüte. Und meine ältere Tochter, die war zu dem Zeitpunkt in Irland, die kam an dem Wochenende wieder. Und die kam mit dem entscheidenden Hinweis, dass sie sagte, sie hätte schon mal was vom Deo-Schnüffeln gehört. Und daraufhin habe ich das im Internet gegoogelt. Und bin dann, und wenn man das eingibt, dann wird man erschlagen von den Seiten, die sich einem auftun, von Chats, die Kinder führen, wie das am besten geht, die Anleitung, also man kriegt alles. Wo ich nur sehr aufmerksam geworden bin, war ein Bericht vom Jugendamt Nürnberg, die da Warnhinweise geben und es ist ein Aufklärungsblatt und da waren eben so viele Anzeichen, also so, die eigentlich alle auf Judith trafen. Also ich habe es gelesen, es hat immer nur Klick, Klick, Klick gemacht. Und wo ich gedacht habe, um Gottes Willen, das passt ja alles so 100% zusammen. Herr Mundle, ich glaube, vielen geht es so, dass sie also bei Deo sich nun wirklich nichts denken und dass sie da zum ersten Mal auch davon hören. Wie funktioniert das denn? Naja, das sind die Schnüffelsucht, das sind die Lösungsmittel, die im Gehirn zu Rauschzuständen führen. Und es ist ein Thema, dass im Endeffekt junge Menschen zwischen 12 und 14 quasi noch Kinder hier ein extremes Probierverhalten haben. Es gibt eine Seite, Gott sei Dank, dass es häufig auch sehr unangenehme Nebenwirkungen hat, dass viele dann davon lassen, aber einige dabei bleiben. Und insbesondere die große Gefahr ist, dass diese Schnüffelstoffe eben zum Sauerstoffmangel führen und dadurch auch zu einem plötzlichen Schnüffeltod, sagen wir, es kommt. Und das Thema ist halt, es ist bisher sehr wenig bekannt, es ist bisher sehr wenig darüber gesprochen worden. Man muss sagen, es sind 10% der Jungen, 12- bis 14-Jährigen, die ein Probierverhalten haben, die das ausprobieren. Und meistens in so Klicken, in kleinen Gruppen. Und dann werden, das Deo-Spray wird in eine Plastiktüte hineingesprüht und wird dann eingeatmet oder sogar die Tüte über den Kopf gezogen, was dann auch zu dem Erstickungstod auch kommen kann oder auch über Herzversagen, weiß nicht, was bei Ihnen war, zu diesen tragischen Todesfällen dann kommen kann. Sie hatte eine Hirnblutung gehabt. Oder eine Hirnblutung, aber das ist dann auch über den Bluthochdruck häufig, was dann zu einer Hirnblutung kommt. Bewahren Sie denn die Erinnerung jetzt an Sie und wenn ja, wie? Jetzt immer, sie noch, also sie braucht jetzt nur wiederkommen. Es steht alles, wir haben da immer Licht an und jeden Abend, es ist mein Mannbedürfnis, im Vorgarten steht immer eine Kerze, die bei uns brennt. Wir haben ein Bild von ihr auf dem Friedhof und da sind wir jede Mittagspause. Wir haben da, also es soll nicht tot sein, also es soll lebendig sein. Und wir sind da immer mit ganz viel, also Judith war Stammgast bei Rossmann, jetzt sind wir das auch, aber in Form, dass wir Kerzen und Lichter kaufen in Unmengen. Wenn Sie mit all dem, dass Sie hier heute sitzen und darüber informieren und auch Leute teilhaben lassen, Leute erreichen, hilft Ihnen das dann auch etwas, diese Situation, in der Sie sich jetzt befinden, zu meistern? Das war unser Anliegen, dass wir an die Eltern gehen und sagen, ich will jetzt hier nicht ein Kind drauf aufmerksam machen, aber es kann ja nicht sein, dass die Kinder Bescheid wissen und wir Eltern sind dumm. Und es geht mir darum, dass die Warnhinweise einfach, wenn wir einfach nur gewusst hätten, wie wir die, wir haben Sachen gemerkt, aber wir konnten sie nicht einordnen. Wenn ich gewusst hätte,
Mensch, das gibt es, dann hätte es bei mir Pling gemacht und bei meinem Mann und dann wird Judith jetzt noch leben. Herr Mundle, Sie haben gesagt, es braucht immer wieder Menschen, die darauf hinweisen, die bestimmten Problemen, Süchten auch ein Gesicht geben. Der Titel heute ist Gesichter der Sucht. Sie haben das alle gemacht, aber ich denke insbesondere, Frau Evers, danken wir auch Ihnen. Und es wäre toll, wenn es Ihnen hilft, Ihre Situation zu meistern. Auf jeden Fall haben Sie darauf aufmerksam gemacht und erreichen gerade das, was Sie sich vornehmen. Deshalb Ihnen vielen Dank und alles Gute an Sie, Ihre Familie und Ihre Kinder. Wir sehen uns wieder in der nächsten Woche dann mit dem Thema die jungen Alten und der Frage, ob dann immer noch alles möglich ist. Jetzt die Matthias-Richling-Show. Nochmal danke an die Gäste. Wir sehen uns wieder in einer Woche in Ihrem Nachtcafé. Dankeschön. Applaus